Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hilton und mit Mel, Nightstar. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Kiste kommt und er so... Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Kiste kriege ich den Anschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es. Es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Achtung, jetzt kommt's. Jetzt kommt völlig unerwartet. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Genau, die Floy, ja, nicht schlecht. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier gleich mindestens drei Leute herfahren. Also, ja, ich habe jetzt schon lange kein Video mehr gemacht. Ich muss mal wieder eins machen. Ich habe gedacht, komm, da kann ich jetzt auch Twitch anschmeißen. Ja? Wir sind ja nicht bei arme Leute. Eigentlich schon. Genau, also, Chile Hauptchar spielt jetzt ein bisschen... Leggy Dungeon. Ich habe schon viel gemacht auf dem Char. Eigentlich fehlt mir nur noch hier das Schild und der Helm. Wobei der Helm gar nicht so schlecht ist. Bei Schild hätte ich sogar eine Alternative da. Ja. Ansonsten sind die schon um einiges besser. Ne? Ich habe noch mal eine Aura jetzt verbessert. Also ich hätte noch ein bisschen warten können. Aber letztendlich muss man auch so viel kostenlose Runs mitnehmen, wie es geht. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, einer der Tage, an dem der Spruch echt gut passt. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Ich habe da ist die Kamera. Drei Monitore, ja. Und ich habe den Chat rechts wie links. Links ist er allerdings ein bisschen näher an meinem Monitor dran. Deswegen werde ich wahrscheinlich den linken anschauen. Aber da ist er so ein Pop-out-Quatsch von OBS selbst. Genau, also... Und was immer total ärgerlich ist, Leute, das, warum muss denn dieser Leggy Dungeon immer beim Gold-Event sein? Ja? Mir tut das so leid. Ich will einfach eigentlich hier nur noch Stadtwache durchsemmeln. Ja? Und auch diese 10 Stunden Stadtwache, also ab 18 Uhr müsste ich starten, dass ich um 4 Uhr bei Chile das Maximum rausholen kann. Und dann ist es so, dass es diesmal nicht ging, weil ich so ab 20 bis 21 Uhr habe ich immer meine 100% und da muss ich spielen. Ja. Also, um mir dann 48 Pilze zu sparen. Ja, gut. Also. Man kann es so und so sehen, aber es ist nervig. Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin hier. Ah, ich habe einen neuen Schlüssel, okay. Also, rekordmäßig bin ich überhaupt nicht gut. Also, wenn man sich das mal anschauen möchte. Warte mal. Ah, da kommt mir ja immer automatisch hier rein. Jetzt komme ich jetzt auch mal mit dem Mausober hier drüber. Nee. Da muss das echt vorbei sein. Nö. Nee. Ist egal. Machen wir mal durch. Also, ich bin. Mein bester Run war viermal gestorben. Ich habe aber schon Leute gesehen, die sind nur zweimal gestorben. Ja? Und zwar tatsächlich aus unserem. Clan, hätte ich beinahe gesagt. Gilde heißt es hier. Wer ist alles da? Ja, genau. Also wir sind hier schön kuschelig. Hey, 10 Leute. Oh, jetzt muss ich mich aber anstrengen. Genau, so am Anfang hole ich immer Schlüssel. Und Leute, ich sterbe so oft mit... Ach komm, ist mir doch total egal. Ich sterbe so oft mit Schlüssel on board. Also, nee, ich gewinne so oft mit Schlüssel on board. Also, ich habe eigentlich tendenziell immer zu viele Schlüssel. Das ist immer diese, ich gucke eigentlich nur noch unten, was ich nicht haben will. Ja, also das ist zum Beispiel ein Kompromiss, den man nehmen kann. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, aber ich mag das nicht. Ja, und das ist zum Beispiel das einer meiner absoluten Lieblinge. Ja? Also, das ist mir egal. Rein theoretisch nicht, aber rein praktisch mag ich unverschlossene Türen. Ja. Den nehme ich eigentlich gerne, wenn er denn da ist. Also ich fliehe auch jetzt relativ viel, ja, und dabei gehe ich normalerweise immer drauf. Das ist ja leider auch eine Wahrheit. Ja. Das ist aber gerade wurscht. Ja. Wir ziehen das jetzt hier gnadenlos durch. Oder ich könnte auch sagen, halt, weil ich das die ganze Zeit gemacht habe. Ich habe erstmal alle Chars gespielt, die ich jetzt gerade habe und auch einige, die ich sitte. Und dann musste ich immer schnell danach die Stunde Stadtwache laufen lassen. Deswegen mag ich diesen
diese Rune. Ja? Eigentlich nur deswegen, dass da mal ab und zu eine unverschlossene Tür ist. Ja? Ach, ich neige ja zum Fliehen immer, aber ich mache jetzt mal, weil ich echt noch 11 hatte, ist okay. Aber das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Gucken wir mal. Ja, da kommt er schon. Und jetzt ist es blöd, weil ich eigentlich den gar nicht schlecht finde, aber ich liebe halt den hier. Der bringt mir halt nichts in Kombination mit dem hier. Also insofern, ja, ist aber egal. Also wir sind jetzt da. Nein, ich nehme Schlüssel. Da neige ich auch immer dazu, dass ich da Quatsch mache. Also ich gehe jetzt auch dann gnadenlos in Fallen rein. Ist mir ganz egal. Hier geht es darum, so viel Monster wie möglich abzuschlachten und ein paar Schlüssel zu holen. Klar, die Schlüsselwahrscheinlichkeit ist ja ein bisschen gesunken jetzt, da wegen der Rune, aber es ist mir gerade wurscht. Schau mal. Ah, Pech gehabt. Ha! Ja, das ist nice. Das ist der Vorführeffekt da. Oder Playa schaut auch zu. Das kann auch sein. Wer weiß das schon, ja. Ja, komm, jetzt. Da hätte jetzt auch was Gutes sein können, ich weiß schon. Ja. Ey, was ist denn hier los hier? Ja? So läuft das nicht. Sag mal, haben die eine Twitch-Erkennung irgendwie auf ihrer Software drauf? Es ist ja nicht wirklich eine Software, aber irgendwie wissen die doch gerade, wer hier streamt. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das ist natürlich jetzt nice, ja. Immerhin habe ich jetzt noch ein paar Mal was davon. Ich mag das Geräusch. Ist übrigens eine Windchime, ja. Ich mag das. Das ist bei einem unserer besseren Songs. When Shadows Are Gone fängt auch mit der Windchime an. Genau, das sind so viele Metallröhrchen, wo der Drummer mal kurz mit seinen Sticks drüber gehen kann. Jetzt schauen wir wieder. Konzentration hier. Also, weniger verfluchte Türen, das ist ein wahnsinnig toller Vorteil. Verringert den von. Das mag ich zum Beispiel und das ist auch gut. Ja? Also, das ist eigentlich mit der Beste. Ja? Das mag ich gar nicht, also nehme ich den halt. Ja. Weil weniger Schaden ist immer gut. Genau, da oben sieht man es ja, oder? Die Statistik. Das, oder ist das, nee, das ist der aktuelle, oder? Ach, was weiß ich denn? Das ist mir der wurscht. Habe ich irgendwas an Bord? Ja, gut. Ist eigentlich wurscht gewesen, ja. Ich hätte auch in die Tür reingehen können. Eigentlich wäre die Tür besser gewesen, weil es eh wurscht ist, ja. Weil dann hat man die Chance, dass man hier was Schönes findet. 19 Keys habe ich. Leute, ich bin reich. Komm, jetzt nehmen wir ein paar. Wuhu! Ey, komm, das kann mir doch keiner erzählen. Das ist nicht normal. Also, das ist ja wohl nicht normal. Ich muss dieses Experiment fast abbrechen, ja. Warte mal, ich muss diesen Chat länger ziehen hier, sonst habe ich nichts davon. Also, so gut, ja, perfekt, aber so gut läuft es sonst nicht. Das kann ich euch ganz klar sagen. Ja, da kann man, weil der echt viel bringt, kann man sich mit dem. Also, vielleicht breche ich jetzt einen Schlüsselrekord. Das weiß ich nicht. Ey, Scherz. Ey, Leute, ich habe die ganze Zeit keine so Runs gehabt, da. Ja? Die wollen mich verarschen, ja. Komm, weil ich's kann, ja, mache ich das jetzt. Ah, genau, der war es jetzt. Die Spinnen machen das oft, habe ich gehört, ja. Das ist natürlich nicht so nice. Den hätte ich mir sparen können. Ich muss dran denken, dass ich jetzt schon, also, bei unter 75 nehme ich normalerweise keine, okay, jetzt habe ich den bekommen. Und jetzt ist der immerhin schon weg. Jetzt kann ich wieder ja, schön durch Türen gehen. Ich nehme die gar nicht mehr. Ich habe gar keinen Bock auf diese die Jungs, die da unten sind. Die machen nur Ärger. Ich will ja durchkommen. Dann, ja. Also bis jetzt ist gut. Ich meine, danach muss man aufhören. Ne? Ja, genau. Den kennen wir. Und was ich nicht brauche, ist jetzt Schlüssel, oder? Also Schlüssel. Schlüssel brauche ich nicht wirklich. Jetzt schauen wir mal, was kommt. Also, gibt ja. Na gut. Wenn ich keine Schlüssel brauche, mit 10 rauskommen. Na, das ist okay. Dann machen wir es so. Wir haben ja sogar hier nochmal die Falle. Also, die Falle in Kombination mit dem Flucht. Bonus hier, der ist gut, ja. Segen, das sind ja Segen. Ja. Ist auch immer geil, wenn man mit richtig guten Sachen dann hier stirbt, ja, weil man auch nicht mehr Leben hat. Ja. Das ist auch nicht selten der Fall. Dann gucken wir mal. Na, das mögen wir, oder? Mehr Schaden ist super. Epische Türen können mich mal. Verlagert die Dauer von Segen um 1. Ja gut, man kann jetzt auch sagen, ich klicke dann keine Fässer mehr an. Doppelt
Nee. Also dann klicke ich lieber keine Fässer mehr an. Rückwirkend gilt es, glaube ich, nicht, was ich jetzt hier gemacht habe. Nee, tut's nicht, aber ist egal. Gut, ich könnte jetzt auch nochmal, aber es könnte ja... Nein, Fässer, habe ich gesagt, klicke ich jetzt keine mehr an. Ich habe jetzt Angst vor Fässern. Ab jetzt. Ganz offiziell. Da können wir noch ein paar Mal fliehen. Und dann kriegen wir eine offene Tür. Da ist nichts drin. Und jetzt kriege ich ja noch... Jetzt kriege ich ja noch einen Bonus. Wie krass ist das? Nochmal. Sechsmal. Sollen wir den... Sollen wir es uns gönnen, oder? Das Problem ist nämlich... Schauen wir mal. Also, genau, auf den habe ich nicht gehofft. Ich liebe das, wenn der 9 hat. Also wenn man diesen einen Bonus dabei hat, dass sich der Segen verlängert. Das ist schon ziemlich geil, ja. Ich hätte wahrscheinlich irgendwas eher mit Leben nehmen sollen, aber es ist zu verlockend. Ich krieg so oft von denen aufs Maul, dass ich mir denke, komm, ich muss mich auch mal rächen können. Aber die Kombination von den beiden ist halt wieder mega, ja. Also, soll ich mal reinschauen? Oder soll ich lieber auf Schlüssel gehen? Ach, geh mal Schlüssel. Warum soll ich jetzt anders spielen, als ich sonst spiele? Also sonst spiele ich ja auch so. Genau, Fässer habe ich jetzt keinen Bock drauf. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen nerviger, aber gut, wir haben ja noch... Jetzt könnte es natürlich schon sein. Genau, auf sowas habe ich spekuliert. Komm, ey, das ist ja Werbung für die Firma. Ja? Wer will denn jetzt Werbung für die Firma machen? Ja, und das ist auch, das wäre jetzt ein Ziel. Ich zeige euch warum. Das wäre jetzt echt ein Ziel, weil ich tatsächlich beim letzten Mal den nächsten klar gemacht habe. Ja? Ist ja so, auf diesen alten Servern ist man ja ein bisschen... Eigentlich ist man da super gut unterwegs. Das Problem ist nur, hier ist unser Highest Char und der Server ist schon über 7 Jahre alt. Also ist eigentlich so peinlich, was hier los ist. Der hat erst nur 522 und der ist ja noch gar nicht so lange her. Der war der unter 500 und da hat der kaum Seelen gebracht. Ich musste, es dauert ja 15 Tage, ja. Erstens war das Problem, und ich habe es ja schon in Videos öfter mal erzählt, das Problem war, dass ich erstens mal nicht genug Seelen hatte, um überhaupt 15 Tage voll zu bekommen. Und dann war das nächste Problem, ich konnte meinen Wächter ja gar nicht leveln, ja, weil ich brauchte die Seelen ja für den Quatsch hier. Deswegen bin ich jetzt auch bei der Grube, ihr kennt ja meine Taktik, also bei 1000 skippe ich, bin ich bei der Grube auch hier bei 50 und hier bei der Mine schon bei 55. Ja. Also ich mache da ein bisschen Quatsch, auf gut Deutsch. Ja. Schauen wir mal hier weiter. Ja, genau. Einmal draufklicken, nicht zweimal, dann kommt man auch wieder zurück. So, das ist eine blöde Situation, die mag ich nicht. Genau, hier nehme ich tendenziell die Opfergeschichte, den schaut mal hin, also ich habe jetzt noch 10 Keys. Das darf man machen. Das könnte ich jetzt riskieren, weil hier kriege ich ja böse aufs Maul wahrscheinlich. Ich riskiere jetzt mal... Ja genau, das ist eh der Beste, weil dem, der ist total egal. Ja, hier, hoppa, das ist ziemlich lässig. Ich weiß gar nicht, was ist denn heute überhaupt dran bei der Hexe? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, zu viele Server. Was sagt sie? Brustpanzer. Ja, genau. Also rein theoretisch könnte man dann Brustpanzer... Da falle ich auch mal drauf rein. Geht es euch auch so? Oh, kann ich zerlegen, ist nichts wert. Weil man gerade auf der Hexe drauf ist. Und das ist auch ein Anzeigefehler, den mag ich gar nicht. Ich glaube, das ist bei dem Slot... Wenn man auf den Slot geht, dann sieht man eigentlich das Ding hier. Ja? Also hier passt es dann irgendwie so und ab hier ist Quatsch. Also die zwei, glaube ich, sind. Nee, sogar die drei. Total nervig. Ja? Weil ich dann nie weiß, was bist du wert? Sag's mir, ja. Alles 10 Millionen, ich bin reich, aber so ist es halt nicht. Einer der cleansten. Ja, ich hätte gern diese Zweier-Runs von Paul hätte ich gern gesehen. Also, das ist wirklich, also, ich habe ja 4 Tode und mal schauen, was ich jetzt habe. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich schon gestorben bin, bis ich jetzt hier angefangen habe. Es war ja auch mittendrin. Statt nur dabei. Schauen wir mal. Genau, jetzt haben wir den hier. Gut, das ist perfekt. Oh, ich hätte eine Tür gebraucht. Ede, wisst ihr, links oder rechts? Intuition sagt links. Intuition sagt links. Love it. Okay. Plumpf. Ah, ich bin vorher schon so viel gestorben.
Jetzt haben wir ein Hörnchen. Ja, Hörnchen haben wir schon. Ja. Und wegen den zwei hier, ich krieg schon oft Max-Runen. Ja. Die verkaufe ich dann irgendwann. Ja. Momentan ist eher so, dass ich die halt an so hier reinpacke und dann so die Sachen verkaufe. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen was zerlegen, aber ich kriege jetzt gerade eh so viel. Also, ja. Ihr seht schon, wie ich hier sammle. Also ich habe hier meine Begleiter im Prinzip zerlegt. Das ist alles so, dass ich hier eigentlich alles verkaufen kann. Oder manchmal halt einfach, ja, hier, das ist so aus der Not geboren. Hier habe ich noch relativ viele normale Items. Also ich könnte jetzt auch Full Epic machen. Das Problem ist nur bei Epics, die verkaufe ich so ungern. Und dann ist es so, wenn du jetzt mit, also ich habe ja mal hier für Schatztruhen voll gesorgt. Das war auch ein bisschen teuer bei meinem Skip-Verhalten. 1000 Pilze und Skippen ist ja nicht viel, wenn es nur 8 Tage dauert. Ein Tag später musst du wieder skippen. Und also ich verkaufe halt die Epics nicht. Ja. Ich müsste eigentlich konsequent jetzt eigentlich alle zerdeppern. Also das zum Beispiel muss ich auf jeden Fall zerdeppern. Ja. Das werde ich nie anziehen. Und da muss ich mal überlegen, wie ich es mache. Ja. Ich habe noch ein paar Tage Zeit, mich da einzuschießen. Momentan verkaufe ich es noch, aber ich wollte auch noch ein paar Runs machen. Das Problem ist auch, man bekommt gar nicht mehr so viel Gold. Also jetzt wollte ich dir Statistik kurz zeigen. Genau, jetzt sieht man es ja. Hier, seht ihr, mein bester Run ist immer noch 4. Also, ja, das war ein toller Run jetzt fürs Video. Aber erst ab der Stelle. Wisst ihr, der Stelle war es scheinbar richtig doof. Ja. Genau, das ist aber eigentlich auch sehr schlau gemacht von der Firma, dass man hier immer wieder neu beginnen darf, ja. Oder sogar muss, ja. Also wenn du gerade gewonnen hast beim Endgegner, musst du ja spielen, damit du dir wieder ein bisschen was sparst. Der bringt halt nichts. Aber wie gesagt, es ist jetzt eh egal, bei dem Account habe ich ein bisschen Pilze drauf. Also ist es eigentlich relativ wurscht. Also zocken wir uns ein bisschen durch. Gut, die Tür nehme ich jetzt mal mit, ja, weil ich jetzt gerade weil ich sowieso nochmal sterben werde wahrscheinlich davor. Das meine ich, ja. Das ist lustig. Pass auf. Also es ist schon wieder ziemlich witzig, ja. Ja, guckt. Also, ich habe das Gefühl, es ist auch fast Absicht, ja. Ich kann einfach hier draufklicken, dann bin ich wieder da. Ich glaube, es ist auch fast Absicht. Na komm, jetzt kommst du wieder. Ach komm, ist ja wurscht. Komm, nehme ich den Schwachsinn mit. Hier gibt es ja diesen einen schönen Trick, ja, den ihr macht. Bei dem kann man die. Kriegt man ein bisschen mehr raus bei diesen Waffenquatsch. Gut, ein paar Waffen. Nee, ich glaube, bei dem Char brauche ich mir gar nichts aufheben, weil in der Theorie ja, in der Praxis nein. Ich habe ja eh schon wahnsinnig viel Bildchen. Das hat mich richtig geärgert, dieser. Eigentlich sind wir ja auch gerade an der gleichen Stelle. Also das ist nämlich genau das Zeug, was wir gerade sammeln. Und das kann man ja noch nicht finden. Ja? Also da gibt es nur 3 auf der Seite. Und eigentlich gibt es nur noch hier. Ja? Ich weiß gerade gar nicht, was das überhaupt ist. Was sind denn wir da an der Stelle? Hütchen. Genau, also hier haben wir die Helme. Das ist der einzige, der mir noch fehlt von der Seite. Ansonsten bin ich wirklich schon gut aufgestellt. Also ich habe es am Anfang auch dann wegen den Bildern gemacht. Oder wie gesagt, am Anfang habe ich es nur mal so gemacht und habe gemerkt, boah, ist das teuer und sinnlos, warum soll ich das machen? Ja? Und dann kamen die Legisteine. Ich sagte, okay, scheinbar muss man die Scheiße doch machen. Genau, so. Ich bin da jetzt auch gnadenlos. Deswegen habe ich auch keine guten Rekorde, weil ich halt einfach hier immer sterbe. Ja. Und ich einfach. Jetzt habe ich aber echt wenig Keys bekommen. Da muss ich, wenn ich richtig gute Runs haben will, so wie ich spiele am Anfang auf Keys, dann brauche ich schon. Na gut, jetzt hätte ich den Fluch auch nehmen können. Aber das passiert eigentlich immer hier an der Stelle, ja. Also ich komme da selten. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich nochmal schauen, ob ich hier. Ich das überhaupt nicht mag, wenn er mich schimpft, aber jetzt habe ich da schon wieder zu oft drauf geklickt. Genau. Dann gucken wir mal weiter. Das mag ich gar nicht. Also, was macht er denn eigentlich, wenn ich bei minus 3 Keys draufklicke? Also, ich könnte ja auch. Genau. Deswegen mag ich es nicht. Das ist so eine Scheiße. Ich klicke da nie drauf. Ich habe es nur für euch gemacht. Ja. Ich weiß da schon, was da kommt. Ja, also ist ja zumindest fair, dass er mir nicht irgendwie einen Run später nochmal einen abzieht, oder? Komm, ist mir total egal. Ich brauche Keys. Also jetzt sterbe ich tatsächlich schon zweimal vor dem Run. Aber den nehme ich jetzt nochmal so mit. Muss ich jetzt machen, ne? So ein Schwachsinn. Also, ja.
Genauso, warum klicke ich da nicht mal drauf? Genauso nicht, sozusagen, ja, aber das ist mir egal, ich nehme nochmal einen Key hier. Bob. Nochmal, nee, 6, okay, 6 geht. 6 ist in Ordnung. Mein Mikrofon ist mir ein bisschen zu nah. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir hier? Also, eigentlich könnt ihr immer unten lesen, ja, was ihr nicht haben wollt. Ja, das ist. Den habe ich noch nie genommen, weil ich verstehe ihn, glaube ich, auch nicht. Ich verstehe ihn schon, aber. Genau, das mag ich gar nicht. Aber zur Not, aber ich glaube, den habe ich schon häufiger genommen. Genau, und dann eben weniger Gegenstände, ist mir total egal. Ja. Das ist sozusagen, das kann man in Kauf nehmen. Also lieber unten lesen als oben. Ja. Aber mittlerweile kennen wir schon. Ist aber schade, dass sie dieses System gelassen haben. Also abgesehen davon, dass es abwechslungsreich ist. Aber, also, das ist schon grenzwertig. So, jetzt versuche ich halt, mir die Schlüssel zu bewahren. Ja, genau. Den habe ich auch noch gebraucht. Und eher mal auszuweichen. Da muss ich jetzt immer in diese Fallen reinlaufen. Ja? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man nicht stirbt. Ja, genau. Weil, wenn man da so... Warum mache ich das eigentlich jedes Mal? Wenn man dann so halbtot zum Schlüsselmeister kommt, dann ist es richtig doof. Ja? Also, weiterhin Schlüssel sparen. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man richtig schnell klickt, dass sie einen nicht erwischen. Aber das stimmt nicht. Sollen wir uns mal verfluchen lassen? Nee, habe ich auch keine Lust drauf. Also seht, also das ist so ein normaler Run. Also schaut Playa doch nicht zu. Oder sie haben gesagt, genau, das ist zum Beispiel einfach eine schlechte Situation. Ja? Eine echt schlechte Situation. Das ist noch die beste Situation. Man hätte auch diesen Dreier jetzt nehmen können, aber ich nehme mal den. Und wenn es richtig doof läuft, da bin ich auch schon mit gestorben mit dem Buff. Ja? Also... Das muss da nicht sein. Wäre nicht schlecht gewesen, aber ich nehme dann lieber die Schlüsselsituation mit. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie ihr spielt. Ich spiele es halt so. Ja, genau. Und apropos Chile. Überlebe ich das jetzt noch einmal? Wenn ich jetzt hier reinlaufe? Ja, gerade so. Das ist nämlich genau das Problem mit den Fallen, ne? Gut, jetzt ist es egal. Jetzt habe ich meinen Buff eh verloren. In die Tür laufe ich sicher nicht rein mit dem Schmal. Ja. Das ist ein normaler Run. Das ist ein normaler Run. Ich finde diese Animation auch so nervig. Die will ich immer abbrechen. Ich glaube, deswegen klicke ich da drauf. Ja. Witzigerweise jetzt aber nur im Video. Das mache ich sonst nicht. Ihr seht, der Multitasker ist auch nicht perfekt. So, weiterhin ausweichen. 5 Schlüssel bewahren. Ja. Und wenn man kurz vom Verrecken ist, kann man auch mal in so eine verfluchte Tür reinrennen. Das macht dann nichts. Ja. Und dann nehme ich lieber das hier. Und die mache ich auch nie auf, den Quatsch. Ja. Und dann, ja. Also, das ist normal schlechter, bescheidener Run. Wie sie halt so sind. Ja. Dann es erscheinen weniger verfluchte Türen. Erhöht die Chance, durch Kämpfe Flüche zu erhalten um 10%. Ja, das ist wieder so, hä? Das nehme ich manchmal, wenn nichts Besseres da ist. Ja, das mag ich eigentlich und das mag ich gar nicht. Also muss ich fast den nehmen, weil den mag ich auch nicht. Ja? Also, ja, gut, ich kämpfe auch wenig. Ja? Ich kämpfe eigentlich wenig, vielleicht sollte ich mal den nehmen. Weil ich mag, das mag ich auch überhaupt nicht. Weil ich kämpfe wenig. Also jetzt ab der Situation. Ne? Nur wenn der Schlüssel halt passt. Aber besser, wenn der Buff da ist, dann kämpfe ich eigentlich viel. Ansonsten versuche ich immer nur zu fliehen. Genau, dann gucken wir mal. Vielleicht könnte mal wieder was Vernünftiges kommen. Aber genau, das ist jetzt auch schon wieder der Fall. Schau hin. 10 Millionen. Was soll die Kacke? Ja? Ich glaube, irgendwie kann man es vermeiden. Nee, kann man nicht. Ja? Irgendwie war es... Also man kann es halt umsortieren. Ne? Es ist immer noch 10 Millionen. Ihr seid doch verrückt. Das ist doch ein Scheiß. Also ich weiß, dass es nicht 10 Millionen ist. Ja, gut. Jetzt fangen wir mal mit an, dass wir halt einfach mal hier ein bisschen was zerdeppern. Weil ich bin momentan nämlich tatsächlich schon auf 12 gegangen. Das ist auch eine ziemlich coole Geschichte. 316, das ist echt gut. Ja. Und ich habe sogar noch ein bisschen was.
Also muss ich mal schauen. Also eigentlich war 11, mit 11 habe ich mich wohlgefühlt. Ich mag auch die Zahl. Ich bin ja so ein Schnaps-Zahl-Freak. Aber na, genau, dem weichen wir mal aus. Den brauchen wir nicht, den Kerl. Und gute Runs macht man eigentlich auch nur, wenn man wirklich viel spekuliert. Ja? Und ich spekuliere nicht, im Prinzip spiele ich auf beschissen safe. Da ist die Cover. Ja? Auf Chile hast du die Leggy-Waffen bekommen. Ja? Ja, genau. Wenn ich davor nur einmal gestorben wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja? Wäre, wäre, Kinderschere. Und so weiter. Ja, das Geräusch mag ich. Ja. Ja. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass er einen mit so wenig Leben relativ gerne zum Schlüsselmeister kommen lässt. Ja. Da sterbe ich dann wirklich gerne. Ja. Goldmäßig, gut, jetzt habe ich 122 Millionen. Das ist so ein bisschen so, ich glaube, den ersten, den darf man immer... Da kriegt man eigentlich, das ist nicht so schlimm, da kriegt man... Ah, das ist nicht so toll. Aber gut. Ja, weil 6 Schlüssel ist bei 63 echt nicht gut, ja. Gut. Und ich sag's euch, wie oft ich schon hier geklickt habe, bis mein Lieblingsbuff kam. Ja? Also, es gibt ja 2, die ich nehme. Genau, und jetzt sind wir auch wieder dabei. Also, eigentlich kann man sich da unten, also der ist zum Beispiel auch gut. Ich nehme jetzt mal den, ja, weil das der einfach schön Leben bringt und so schlecht ist er auch nicht. Aber jetzt, genau, jetzt werde ich ja viel verflucht. Genau, verflucht werde ich nicht bei diesen Kämpfen. Genau, ach du Scheiben. Habe ich vergessen, den Buff habe ich vergessen. Den Testbuff. Naja gut, jetzt kann ich ja mal hier rüber gehen. Hey, I like it. Dann können wir das auch aussitzen sozusagen, das Problem. Bis der wiederkommt. Also, das war jetzt der dümmste Buff, den man eigentlich nehmen kann, wenn man diesen Quatsch da drin hat. Ja? Also, gut. 8, 8, 8, 8. Gefällt mir 8 schon? Komm, einmal mach ich noch. Nein! Ich hätte nicht so gierig sein sollen. Soll ich den nochmal nehmen? Ach komm, ist mir jetzt eh wurscht. Er gibt mir auch immer denselben Kack. Habt ihr nichts anderes? Ist das alles gewesen? Genau, und jetzt geht es wieder um die Fluchtqual. Jetzt habe ich Glück gehabt, das überlebe ich gerade noch. Genau. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe ein Schild bekommen, aber das muss ja das Falsche sein. Verringert den vom Monster verursachten Schaden. Und zwar, das mag ich. Ja, das mag ich gar nicht. Also, der geht gar nicht. Böser, böser Buff. Ganz böser Buff. Was haben wir hier? Heilung geben 40% mehr Leben. Erleide beim erneuten Betreten des Dungeons. Den nehme ich zum Beispiel manchmal, weil mir der wurscht ist. Der nimmt auch nicht so viel Leben und ich habe ja nicht vor zu sterben. Als ob man das plant. Aber den kenne ich. Den habe ich schon aufgenommen. Genau. Man kann sich auch irgendwann mal die Zeichen merken, aber da bin ich echt schlecht. Muss ich ehrlich gestehen. Ja. Das ist nicht meins. Übrigens hier wieder Beweis, ja. Für schön alkoholfrei und so, ja. Deswegen war ich vorher nochmal aufgestanden, das habe ich vergessen. Ich brauche hier was zu trinken. Sonst überlebe ich das nicht. Ja, das mache ich auch. Das ist ganz nice. Und jetzt kommt was Gescheites raus. Nee. Das ist zum Beispiel das Mieseste bei meiner Fluchttaktik. Ja? Das Mieseste. Und jetzt ist es richtig übel. Ja? Gut, jetzt gibt es 2 Sachen, die ich nehmen kann. Also ich bin wieder, muss ich dran denken, ich habe diesen Quatsch da drin. Ja? Aber ich habe noch so viel Leben, das ist das Problem. Schauen wir mal, welcher früher kommt. Ne? Also, gut, ich könnte auch den nehmen. Das Problem ist, dass man manchmal da in eine Falle reinläuft. Aber das ist so oder so der Fall. Ne? Den nehme ich eigentlich nie. Bei 10 Schlüsseln kann ich ihn aber nehmen. Komm, weil immerhin kämpfe ich da nicht. Ja? Hier, einmal Kloake bitte. Kann mich mal jemand putzen? Also das ist halt total riskant hier jetzt gerade, was ich hier mache. Heben die sich eigentlich gegenseitig auf? Nee, also ich bin noch nie gestorben mit dem Buff.
Ich hab's aber. Ich nehme ihn aber nicht so häufig. Das ist mein Problem, ha? Gut, jetzt können wir hier mal reingehen. Vielleicht gibt's ja was Schönes. Also ich bin wirklich noch nie gestorben mit dem Ding. Aber der zuckt ja auch jedes Mal. Krieg ich richtig Panik hier. Doch! Man kann mit dem Ding sterben. Ja, das wusste ich nicht. Wie gesagt, das ist nicht meine Taktik, ja. Das wusste ich nicht. Die heben sich gegenseitig quasi mehr oder weniger auf. So ein Schwachsinn. Jetzt habe ich auch wieder was gelernt. Man denkt, man spielt es schon so oft, jetzt habe ich nur 4 Schlüssel. Ich hätte einfach den anderen Buff nehmen sollen, ja. Madonna. Komm, den ersten klatsche ich mal. Das sind die schlimmsten Dinger. Nein, ich habe ja immer noch diesen Quatsch. Ich darf das echt nicht mehr machen. Ich spiele das wirklich so oft am Tag und immer mit der gleichen Taktik. Und wenn ich jetzt hier was anderes spiele, dann kriege ich total Probleme. Komm, jetzt gehen wir mal durch ein paar Türen, damit dieser Quatsch hier weg ist. Okay, der hat geklappt. Und einmal opfern. Wenigstens gibt Opfer nicht mehr Schaden. Die Opfertür. Könnte mal was Vernünftiges wieder rauskommen? Noch 2 Schlüssel haben wir noch. Na gut, jetzt ist der weg. Jetzt ist man, glaube ich, schon wieder unter diesem... Ja, vergiss es einfach. Das ist so typisch. Und jetzt ist so... Also rein theoretisch kann man... Ja, jetzt muss ich sowieso... Ich bin bei 8 noch, da muss ich den ja nehmen. Ich habe ja noch Türen hier zu durchlaufen. Weil wenn jetzt nur der Endgegner kommt, komm, bin ich jetzt zu frech? Nee, dann kriege ich noch einen Buff oder so. Das habe ich gar keine Lust drauf. So, einmal darf er mich schlagen, dann habe ich den auch. Jetzt schauen wir mal. Also ich brauche ja hier ein Schild. Ich brauche ein Schild. Was ist denn das hier? Ich muss mal kurz schauen bei dem Chat. Chat aufgrund von Scrollen auf... Aber jetzt haben wir auch nicht so viel geschrieben, ja. Genau, Chili, ja, Chili sage ich schon. Chile, wir brauchen immer einen Mitstreiter. Also ich brauche Schild oder Kopf. Es ist Heiligabend. Ich will ein Schild. Ich kriege kein Schild. Aber, ich kriege Kopf. Ich kriege Kopf. Kriegst du Kopf? Kriegst du nicht in den Kopf rein? Da muss ich auch mal aufpassen. Ne? Das vergesse ich auch ganz gerne in meinem Eifer, dass ich diese blöden Runen tauschen muss. Ne? Wo ist denn dieser Quatsch? Relativ weit hinten? Nee. Wo ist dieser Quatsch? Da ist er. Genau. Die habe ich nämlich eigentlich schon ideal verteilt. Ich habe dann irgendwie angefangen, bei anderen Chars das wirklich so zu verteilen, dass ich es immer checke. Aber, ja. Das kostet dann auch wieder, ja. Steingewinnung und raus damit und rein damit. Genau, also mit Steinen habe ich momentan relativ Glück. Ich glaube, ich habe schon einen 1500 irgendwo drin. Genau, 1502 hier. Aber weil der halt so weit weg war, war das Upgrade von dem dann weniger wert als der. Ich habe auch gar keinen 13er mehr drin. Ja, das ist schon mal gut. Also hier natürlich der 1400 ist jetzt auch nicht mehr so gut, aber... Das ist nicht schlecht, weil ich jetzt hier vollständig bin. Haha. Ja. Das ist nicht schlecht. Das war ja nur ein Schild, hatte ich ja schon mal, ne? Vor einem Jahr. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch, ja, das Schild der Schönheit wegen, hätte ich beinahe gesagt. Gut, also den Buff nehme ich nicht mehr. Oh, der ist gut. Der Buff ist echt gut. Und der wartet auf mich, das ist das Gute, ja. An dem Buff. Den können wir nämlich gleich... Oh, das ist nicht so toll, aber... Weil da kann ich ja keinen Schlüssel rausholen. Und jetzt... Nochmal. Jetzt geht's los. Ich will aber... Warum einer? Ich will 2. Alter! Jetzt geben die keine Schlüssel. Da läuft doch mein Buff aus. Jetzt habe ich 2 bekommen. Gut. Bin ich schon wieder fast tot. Das ist nämlich das Problem an dem Buff. Am Anfang. Den kann man gar nicht so gut ausnutzen. Jetzt muss ich wieder ausweichen. Also wenn ich jetzt nicht eine Kiste finde mit irgendwie Leben, war es das schon wieder. Ja. Wie gesagt, so schaut mein Anfang immer aus, weil ich halt auf Schlüssel spiele. Ich versuche halt meine Nerven zu schonen hinten raus. Dadurch kommt vielleicht kein 8er Run zustande, aber auch kein 2er.
Das ist garantiert so. Ne? Jetzt wieder Schlüssel. Jetzt ist halt der schöne Buff weg. Ja. Die haben mich aber alt. Das war ein Fehler. Ja. Das sehe ich ein. Hätte ich die andere Seite nehmen müssen. Auch wenn ich schlüsselgeil bin, da sollte man dann doch ein bisschen drauf verzichten. Das kann man rausfahren. Das auch. Achso, ja genau. Den sowieso. Wie viel kann ich denn überhaupt noch zerlegen? Noch zwei. Na gut. Schon wieder nichts in der Kiste. So, jetzt langsam wird's eng. Weil ich muss den einen ja noch überleben. Ah, super. Ach, da lasse ich den liegen. Weil es geht gerade so aus, genau. So, der ist es nicht. Habe ich aber auch schon genommen, ja. Der ist nicht schlimm. Ja? Mehr geheimnisvolle Räume. Gefühlt nicht so schlimm. Das ist ganz schlimm, jetzt so ab dem Stand. Also fliehen muss definitiv eine hohe Chance haben. Gut, und das kann man zur Not nehmen. Da kann man öfter mal eine Opfertür nehmen und die machen weniger Schaden und dadurch kann man eher mal was entgehen. Also so schlecht. Tatsächlich ist es beides gut im Prinzip. Ja? Jetzt schauen wir uns den nochmal an. Oh. Was wollt ihr? Gelb oder rot? Ja, ja, gut. Das stimmt, ja. Was wollt ihr? Ich teste mal gerade den aktiven Chat. Rot. Rot. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau. Da können wir halt durch die Opfertüren huschen. Gut, die jetzt... Bei dem Lebensstand war das vielleicht kein guter Buff. Das überlebe ich nicht, deswegen gehe ich trotzdem mal durch hier. Genau, das ist das Problem. Die ist jetzt zwar da, aber die würde ich jetzt nicht überleben bei dem Stand. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir wollen jetzt auf die auf den Schlüsselmeister zu rennen, wobei das jetzt gerade nicht so klasse ist, was hier gerade passiert. Genau, das ist schon mal gut. Das ist eine gute Vorbereitung auf den Schlüsselmeister dann nachher. Der jetzt schon da ist. Ich hätte gedacht, das dauert noch ein bisschen, aber jetzt nehme ich wieder meinen Standard. Ja, und es ist mir auch egal, wie lange das dauert. Ja. Das, was übrigens ein bisschen doof ist. Ja, also den hier, der ist nicht schlecht. Ja. Aber bei dem Stand brauche ich den nicht unbedingt. Oh. Also bei den Chars, wo ich ein bisschen mehr Pilz spare, da klicke ich mich nicht durch. Da nehme ich einfach, was gut ist, so nach den ersten zwei Klicks oder so. Da spare ich ein paar Pilze. Weil ich habe, glaube ich, auch schon mal ein komplettes Leben da verklickt, bis der richtige Buff kam. Also ziemlich nervig. Genau, das ist jetzt aber eine gute Buff-Kombi. Ja. Mit dem Doppelschlüssel. Gut, es könnten ein paar mehr Doppelschlüssel sein, aber... Nein. Nein. Gut. Jetzt ist das durch. Das nehme ich trotzdem mit. Und den auch noch. Und jetzt... Ja. Ganz gerne passiert mir dann auch mal, dass ich dann irgendwie schon mal den nächsten nochmal... Oh, warum hauen die so feste zu? Das ist einfach so fies. Genau, wir haben gesagt, wir machen jetzt die Opfertaktik hier. Opfertüren sind gar nicht so böse in dem Run. Weil ich rot wählen sollte, aber ja, schaut schon wieder schlecht aus. Ja. Also, so ist es einfach. Ich will da immer weg, ihr habt schon gesehen. Ja? Weil eigentlich, wenn ich sterbe, heißt es sofort Taverne, eine Stunde Stadtwache, Bub. Ja? Das ist schon ein bisschen wieder her, schon ein paar Tage her, dass ich hier durchgespielt habe oder sofort wieder einen Run gemacht habe, nachdem ich einen verloren habe. Ja. Eigentlich war ich immer, bis jetzt immer froh, wenn ich einen Run verloren habe. Das muss ich euch ehrlich sagen. Ja. Ja, schnell gucken. Ja. 32 Leute. Habt ihr nichts zu tun, Heiligabend, oder was? Frech, gell? Ganz schön frech, der Dream. Ach, geh. Jetzt komm, lass ich mich mal verfluchen. Nein, nicht der Fluch. Nicht der Fluch. Opfertür ausweichen. Aber das, da passiert echt nicht viel. Also die Opfertüren sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wer immer rot gesagt hat, guter Tipp. Ja, My Banger. Na, die YouTuber-Leute werden es ja nicht sehen, aber... Oh, ich habe, ich sehe gerade, ich habe eigentlich einen meiner Lieblingsbuffs. Türen öffnen. Die muss man auch wirklich ausnutzen, wenn sie da sind, weil ich bin auch schon häufiger mit dem Buff gestorben. Das ist total dämlich. Mit dem Segen, kann man auch sagen. Ne? So, das mag ich. Das ist eine... Ja, erhöht die Chance, einen Segen aus dem Fass zu halten. Um 50 Mal.
Das mag ich gar nicht. Aber zur Not habe ich den, glaube ich, auch schon mal genommen. Den nehme ich ab und zu, gerade wenn es jetzt so Richtung ja, mit neuen Schlüsseln und also im Prinzip jetzt grün oder türkis könnt ihr euch aussuchen. Grün oder türkis? Was hättet ihr gerne? Muss ich wieder warten, bis der Chat, bis das Video bei euch ankommt. Okay, zwei Türkis gegen einmal Grün. Dann nehme ich Türkis. Dann schauen wir mal. Dann betreten wir das Ding hier mal. Rucksack voll, immer das Gleiche. Gell? Also ich kann jetzt natürlich auch überlegen, dass ich... Na gut, den kann man verkaufen. Haben wir eigentlich nochmal so ein paar Rüstungen, die wir gerade verkaufen können? Da sind keine Rüstungen drin. Was ist hier eigentlich? Also ich muss auch mal kurz gucken, ob ich alles schon richtig gemacht habe. Es gibt immer so eine Zeit, wo ich das dann alles mache. Und wenn ich das dann einmal vergesse, dann denke ich, ich habe alles schon gemacht und habe gar nichts gemacht. Also hier ist nichts Richtiges drin. Ne? Und das ist jetzt eigentlich auch... Ja, gut. Pass auf, ich riskiere mal ein bisschen was. Ich verkaufe mal ein bisschen was, weil es könnte ja sein, dass ich noch eine Kloake bekomme. Und die muss man ja zerlegen. Ja? Wenn man die einfach verkauft, kriegt man ja gar nichts. Gut, hier wäre die Tür einfach wichtig. Und das ist genau das Problem jetzt. Ja? Genau, super. Ja? Genau das meine ich. Ja? Du hast eigentlich einen geilen Buff, aber es kommen keine Türen. Verdammte Lotte. Das kann ja nicht immer die Lotte. Also die Lotte ist bei mir echt geschlagen. Gut, das hätte ich jetzt machen, den hätte ich jetzt wirklich schlagen können, weil den ersten kann man eigentlich immer nehmen. Ja. Da passiert nicht so viel, habe ich immer das Gefühl. Ja. Vielleicht ist die Anzahl ja auch komisch. Den nehme ich jetzt doch mal die Tür, das ist mir jetzt... Oh komm. Ja, das mag ich. Das ist so meine heimliche Belohnung jetzt gerade bei den Runs. Wenn das wenigstens einmal sicher kommen würde, aber es tut sich ja. Alles gut. Das ist nicht gut. So, und jetzt ist halt wieder die Situation. Ja. Aber ja, das ist einfach zu verlockend. Ja. Es geht vom Leben noch. Also ich habe schon häufig so gespielt. Man könnte auch aber wobei der 3 auch nicht schlecht ist. Also der 3 Pilze kostet. Weil man dann halt eben... Aber der ist schon geil. Komm, den nehme ich einfach. Weil er jetzt auch da war. Jetzt kann es halt sein, dass viele Fallen kommen. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber ich bin halt eine Schlüsselschlampe in dem Spiel. Gut. Das mache ich jetzt mal. Das mache ich sonst nie. Nein! Leck mich doch am Arsch. Komm, ist mir jetzt egal. Schauen wir jetzt, werde ich hier weggekillt. Das überlebe ich ja nicht noch einmal. Wenn man mit diesen Buffs stirbt, wegen diesem Schwachsinn, schaut euch mal die schönen Buffs an. Komm, einmal noch. Nein, es kommt noch nicht mal ein Monster, ja. Also mit den Buffs darf man nicht sterben. Das ist... Das darf einfach nicht sein. Das ist einfach so gemein. Das ist so gemein. Das geht nicht. Das ist einfach... Wo sind meine Buffs hin? Ja... Genau, Demokratur, ja, das stimmt. Ja, ja, aber das war, ich spiele halt gern so riskant hinten raus, also, weil ich hätte natürlich auch auf Leben gehen können, also vielleicht sollte man auch konsequent, wenn man unter der Hälfte ist, also deutlich unter der Hälfte ist, vielleicht sollte man dann, wenn man beim Schlüsselmeister steht, echtes Leben nehmen. Also, aber es war halt wegen diesem Segen mehr... Ich liebe halt diese 9 mal, ja. Das ist einfach ist total nice. Aber die 7 wären auch gut gewesen, ja. Komm, aber den schnappe ich mir jetzt, den Kerl. Den ersten da. Ach, der Onkel ist süß. So, jetzt holen wir uns ein paar Türen. Ja, das ist auch sowas. Ich will da mehr Türen haben, ja. Dass man dann... Ja gut, jetzt beschwere ich mich mal nicht. So. Vielleicht habe ich jetzt so laut geschrien, dass das Game sagt, komm.
Der arme Dream. Der arme Dream. So, was haben wir denn? Ja, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht mehr. Also da brauche ich den positiven Effekt auch davon nicht mehr. Erhöht die Chance, Erfolge von Kämpfen verlieren zu können. Erhöht die Monsterforce. Das darf man gar nicht nehmen. Und das darf man ja auch nicht nehmen. Ja gut, der geht noch. Ja. Fluchtversuch. Muss ich noch oft fliehen? Ja, kann schon sein. Das kann schon sein. Gut, ihr könnt euch aussuchen, irgendwie grün oder blau. Ja, aber es ist halt eher gut, grün oder blau, weil den mittleren Grün meine ich nicht. Also eher links oder rechts. Grün, blau, links, rechts, was ihr schreiben wollt. Da ist schon jemand jetzt ganz schnell bei blau gewesen. Auf einen hätte ich jetzt noch gewartet. Aber komm, 3, 2, 1, zu spät, nämlich blau. Was war denn blau? Ich habe überhaupt nicht mehr aufgepasst. Was war denn blau? Na gut, fliehen, ja genau, fliehen, ist gut. Fliehen ist gut, das ist jetzt aber, habe ich jetzt hier diese Opfergeschichte eigentlich? Nee, doch, den habe ich ja noch drin. Das war mir jetzt nicht klar, ja. Den hatte ich echt noch drin, den nehme ich nicht. Da habe ich einmal Tür noch gut, das ist gut. Und hier, wow, wop. Da kriegen wir nichts. Hier nochmal Opfertür. Allerdings, nee, war einmal. Ja, es war jetzt. Aber es war ja egal eigentlich, gell? Also, weil ich glaube, ich hätte mir jetzt da ein Monster noch leisten können. Also ich glaube, ich bin immer noch bei dem. Genau. Oder? Das ist verwirrend. Was habe ich? 8 Schlüssel. Ja gut, dann nehme ich die 9 Räume. Weil jetzt habe ich echt genug Leben, ja. Und ich mag es halt, wenn da 9 steht. Das ist einfach zu geil. Jetzt kann ich mir das auch leisten, ja, ab und zu mal in die Falle reinzulaufen. Soll ich den nehmen? Ach komm, da gibt's auch viele. Gibt's auch viele blöde Sachen, die da kommen können. Also gar nicht so viele. Aber wenn ich den Buff habe, dann bin ich halt einfach. Ja, bist du. Könnte mal hier wieder ein Monster kommen? Also. Schau mal, wie viel Leben ich da verloren habe, obwohl ich eigentlich hier so gut vorbereitet war. Das ist gut. Ja. Da kommt nichts bei rum und jetzt. Und ihr seht, ich hab wieder viel zu viel Schlüssel am Ende. Aber gut, so ist es halt. Einmal opfern ist, glaube ich, besser als dieser Quatsch. Jetzt kommt eine Tür, bitte. Ah, komm, jetzt hole ich mir den Fluch ab, das ist egal. Und rein theoretisch könnte ich es überleben. Okay, jetzt brauchen wir ein Schild. Jetzt brauchen wir ein Schild. Und ich brauche noch Mitstreiter auf Chile. Ja? Unsere Windgilde geht so langsam dahin. Und wenn mir noch einer schreibt im Chat, dass er, weil er zu viele Chars spielt, auf Chile aufhört, dann flippe ich aus. Ich flippe aus. So, Schild habe ich gesagt, brauche ich. Blub. Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt ein Schild kommt? Ja. Aber wenigstens bringt es richtig Gold. Und wie gesagt, was ich auch nicht mache, ist halt, gut, das kann ich jetzt zum Beispiel machen. Ja. Wenn ich es eh irgendwann austauschen werde hier. Schmeiß mal auch weg. Ja gut, den hätten wir jetzt auch darüber räumen können. Wenn es eh schon Handschuh ist. Aber das wird ja nicht der letzte Run gewesen sein. Also auch mit euch nicht jetzt. Auch bis die Legi-Dungeons vorbei sind nicht. Ja. Schau mal. Also am Anfang, obwohl ich so schlüsselgeil bin, gucke ich erstmal, ob es hier irgendwas in den Kisten gibt. Aber meistens macht es pupf. Pupf. Ja, was bringt mir der Buff? Wenn ich eh kein Gold krieg. Ja, puff. Na gut, der kriegt meistens einen Schlüssel. Ja, genau. Ist dann der erste Kerl, der mir einen Schlüssel gibt. Hätten natürlich auch vernünftige Buffs kommen können. Ich habe ganz selten hier einmal überlebt. Kennt ihr das auch, dass ihr, wenn ihr mit mehreren Chars spielt, dass ihr dann nicht mehr wisst, welcher Buff gerade aktiv ist und
in welchem Run ihr seid. Das ist einfach, das ist häufig das Problem. Ne? Das ist gut, das ist auch gut. Wobei das der Kleine ist, aber es hätte jetzt auch ein Gegner da sein können. Ah, das war ein Schmarrn, ja. Da geht man natürlich in die richtige Tür rein. Weil auch wenn ich eher auf Schlüssel gehe, muss man ja nicht absichtlich früh sterben. Das muss da nicht sein. Ja, schöner Buff. Problem ist, ich werde nicht lange was davon haben. Ja? Vor allem nicht, wenn die ganze Zeit so eine Scheiße kommt. Ja? Also ist schon vorbei. Ja? Jetzt kann man mal gucken, wenn man Glück hat, kriegt man was, kriegt man aber nichts. Ja? Und jetzt, ja, das ist wieder so typisch. Nein, nein. Ich in der Rang 1 Gilde. Du bist in der falschen Gilde. Du darfst doch nicht bei Iced Out Lambo spielen. Das musst du doch wissen. Das musst du doch wissen. Es zählt doch nur die wahre Aufholjagd. So, wir sind ja die wahre Rang 1 Gilde. In Dreams träumen. Noch sind es nur Träume. So, erstmal noch ein paar Keys holen. Okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, auch noch in die Falle reinzulaufen. Kann ich mir noch einen leisten? Ich weiß es gar nicht. Ich habe 10 Keys. Das ging gerade noch so. Komm, ich riskiere es jetzt mal. So dauert das natürlich lange und kostet natürlich viel. Mehr kann man dazu nicht sagen. So, was haben wir? Es könnte auch bei schlechten Runs könnten ja gute Buffs kommen, ne? Die mag ich, also den mag ich wirklich gerne. Der hat mir vorhin, also blau mit Flüchen, das mag ich nicht. Der war aber vorher anders, das muss ich zugeben. Da habe ich kurz gezuckt. Ja, was mache ich da? Freiwilliger Fluch? Nee. Komm, den ersten schnapp ich mir. Und jetzt wird wieder ausgewichen. Jetzt habe ich es verpasst. Ich weiß nicht, was in dieser scheiß Tür drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ja? Ich klicke meistens durch. Ich habe mal kurz einen Mouse-Over gemacht bei der Stelle und habe nichts Interessantes gefunden. Da muss ich aufpassen. Ja? Also Türen sind jetzt verboten gerade. Also außer die natürlich. Alles. Es ist wieder so denkbar schlecht. Wie kann man denn jetzt wieder so enden? Ja? Alter. Also jetzt bin ich bereit, den Dreier zu nehmen, wenn er kommt. Den hier. Ja? Ich habe einfach zu wenig Leben. Also insofern. Ach komm, bitte. So kriege ich aber nie was hin, wenn ich jedes Mal so viel abgezockt werde. Gut, jetzt gehe ich doch mal durch eine Tür, um mir ein bisschen Leben hier zu holen. Warum erwischen die mich immer? Es ist... Ich glaube, der Run wird Katastrophe. Ja. Ich kann aber auch nicht sagen, manchmal mache ich es einfach instinktiv, ja, dass ich ausweiche oder in die Tür gehe. Ja. Na gut, jetzt muss ich auf Opfern gehen und jetzt habe ich eigentlich schon zu wenig Leben für den nächsten Gegner, glaube ich. Ja, so ist es. Es ist so traurig. Der ist richtig, so richtig schlecht, der Run. So richtig schlecht. Wie lange wird heute gestreamt? So lange, bis ich keinen Bock mehr habe. Ja? Das kann in einer Minute sein oder in 2 Stunden. Ich habe keine Ahnung. Ja, wobei ich muss dazu gestehen, es ist jetzt eigentlich die Zeit, wo ich mich dann irgendwann hinlege, um dann um 3 Uhr morgens aufzustehen und um 4 Uhr spätestens joggen zu gehen. Also ich gehe zurzeit nachts joggen. Das mache ich jetzt schon seit, glaube ich, knapp 4 Monate irgendwie so. Im August habe ich damit angefangen. Ich glaube Anfang August und dann habe ich mir, weil ich mit total schlechten Schuhen gelaufen bin, habe ich mir tatsächlich die Knie verstaucht und dann musste ich knapp 14 Tage warten und dann bin ich so ab Mitte, Ende August
konnte ich dann wieder anfangen zu laufen. Ja, ist gar nicht so schlimm, weil die kälteste Temperatur war bis jetzt minus 5 Grad, war aber kein Problem. Hat mir nichts ausgemacht. Also ich packe mich aber auch wirklich so mit Funktionsunterwäsche, also mit wirklich diesen, wie heißt das wirklich? Ich sage immer Funktionsunterwäsche, ja. Genau, die halt wirklich für Skifahren auch geeignet ist. Und dann unten Jogginghose und dicker Pulli und dann auch Thermounterwäsche, genau. Thermowäsche, ja, genau. Also jetzt mal Konzentration hier, sonst also es geht ja gar nichts weiter. Ja. Es erscheinen wenig Opfertüren, erhöht den Schaden bei gescheiterten Fluchtversuchen. Obwohl, wenn ich jetzt hier ständig auf dem Bild bleibe und mit euch labere, kostet mich das wenig Pilze. Das ist auch eine gute Idee. Kann man auch so machen, ja. Aber es ist erst Samstag, das heißt, ich kann sogar noch nachladen, notfalls. Aber im Moment bin ich weit weg von Nachladen. So, erscheinen weniger Opfertouren. Na, schön. Das ist ganz schlimm, das wollen wir überhaupt nicht. Also das ist ganz böse hier. Wie gesagt, das ist ein Kompromiss, den kann man mal nehmen, weil dieses 20% ist gut, aber dann versucht man sich in die Tür zu retten und dann steht schon wieder so ein Depp da. Das ist dann doof. Und den darf man auch nicht nehmen. Also im Prinzip muss man den nehmen, ja, in dem Fall. Was war denn das hier? Ah, genau, die unverschlossenen. Also die mag ich, weil die erklären sich auch von alleine. Kann ich eigentlich auch einfach. Ich will einfach jetzt hier anfangen. Komm, lass mich hier eintreten. Oh, will er nicht. Das wäre der Trick, oder? Ich habe was rausgefunden. Man kann gleich in den letzten, in den letzten Dungeon gehen, sozusagen. Da hat sich Playa verprogrammiert. Ich muss mal mein E-Mail-Programm hier ausstellen. Ist ja auch eine Aktion, sich bei Twitch anzumelden. Ja? Ich musste jetzt zweimal mein Handy anmachen. Das glaube ich jetzt 3 Monate nicht an war. Weil diese Idioten eigentlich jedes Mal wollen, dass man sich irgendwie, oh Gott, sich irgendwie anmeldet. Man darf nicht so viel schimpfen. Dann wird es nicht besser. So. Aber es ist wirklich nicht viel Gold, gell? Also, das sah schon mal besser aus, wenn man hier eine Stunde spielt. Aber es wird halt immer weniger. Ne? Irgendwann gibt es kein Gold mehr, weil es einfach total übertrieben worden ist. Lass mich öfter fliehen. Komm, jetzt nochmal. Ui, nein. Okay, ich gehe mal durch die Tür. Das geht vom Leben her. Also können wir, eigentlich kann ich mal wieder meinen Lieblingsbuff holen. Der manchmal recht spät, also der ist schon gut, aber ja. Wenn ich ein bisschen günstiger spielen wollte, dann würde ich immer den nehmen, der zuerst kommt, ja, den einen oder den anderen. Aber jetzt möchte ich einfach so spielen, wie ich jetzt Bock habe. Und schön viele Keys haben. Dass denn mal so viele Fallen kommen dann auch, ja? Jetzt schau dir eine Falle nach der anderen. Ich jetzt hier, schau es mal an. Und da ist noch nicht mal ein Monster da. Hier eine, und jetzt sind die Türen wieder zu. Ja, könnt mich doch mal, echt. Wieder eine Falle. Er muss aufhören hier zu meckern. Da wird es nicht besser. Ich kann es euch sagen. Ich mache jetzt knallhart auf Fliehen. Egal. Schlüssel sind da. Der erste kriegt von mir. Bei dem muss man aufpassen. Also die sollte man eigentlich gar nicht angreifen, weil die einen oft vergiften, habe ich gehört. Ja? Also, wenn der Paul mich nicht anlügt, dann stimmt das. So, den kenne ich, der ist nicht schlecht. Genau, den liebe ich eigentlich. Komm, wir nehmen den. Weniger aufs Maul heißt der. Der Buff. Das dauert mir zu lange hier. Da flippe ich aus. Genau, erstmal schön fliehen hier. Oh, wir sind schon wieder dicht hier. Da ist schon wieder 10 Millionen. Das ist so. Und jetzt liegt es daran, dass es auch ein Gürtel ist. Es liegt daran, dass es auch ein Gürtel ist. Pass auf, ich tue es mal runter. Ah, jetzt habe ich es geheilt. Das liegt daran, dass hier auch ein Gürtel ist. Aber war das nicht vorher auch bei was anderem? Es ist kurios.
Die verkaufe ich jetzt. Also den einen behalte, die behalte ich mir jetzt noch, weil es kommt ja eigentlich relativ häufig, dass man diese Toiletten-Items hier bekommt. Komm. Ich wollte sagen, komm einmal und genau dann steht der Depp auf, ja. Ich klicke die nie an, genau deswegen, ja. Wer will denn das? Niemand. So, jetzt wieder so wenig Leben. Jetzt brauche ich eigentlich wieder diesen Dreier-Buff. Ja. Es sei denn, das kommt halt, das Ding. Aber so viele Schlüssel brauche ich jetzt gar nicht mehr. Es kommt ja nochmal. Gut, dann nehme ich ihn. Muss mir jetzt. Jetzt hätte ich ihn doch nehmen können. Also, ich bin ja. Überlebe ich das überhaupt? Leute, jetzt Frage. Überlebe ich das links oder rechts? Ich glaube nämlich, ich überlebe es überhaupt nicht. Naja, da. Und ich sag's noch, ja. Aber er kam halt zweimal, ja. Rechts, komm, ich probiere mal rechts. Wuhuhu! Okay. Jetzt braucht man eigentlich nur noch Glück haben und einen Buff bekommen. Dann ist alles wieder gut. Gut, jetzt ist es egal. Aber schon mies. Das Spiel ist schon mies. Also, diese Legi-Dungeons sind echt... total behämmert. 89. Ich wollte beinahe zu dem Monster rübergehen. Also, ich fange auch an, richtigen Quatsch zu spielen. Also, nee, Türen muss ich ausnutzen. Also, sonst komme ich wieder ohne Schlüssel an. Das wollen wir nicht. Dream Shield auf Gold. Nein, ich würde es nie machen. Gold ist doch total Schwachsinn. Wer spielt denn auf Gold? Ja. Oder meinst du jetzt hier in den Legi Dungeons? Niemand hat vor, auf Gold zu spielen. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Für die ganz Einfältigen. Als wieder Chat auf Scrollen angefangen habe. Welche Mine habe ich? Diese Mine. Wir haben hier echt einen Spion drin hier. Der fragt mich hier aus über meinen Teletar. Wahrscheinlich schreiben sie in Discord, ey, frag den Idioten. Ja, ich meine, ich werde ja da ganz übel beschimpft. Ja. Die sind ja nicht alle nett da drüben. Ja. Und das war ja auch mal eine scharfe Beschreibung in dementsprechend. Ja. Frag den fetten alten Sack, ob er auf Gold spielt. Und Meißner, ach, du süßer Dream, spielst du auf Gold? So. Ja, er antwortet mir nicht, der Vollspacken. Und der andere dann wieder, ja, dann frag ihn mal, was für eine Mine hat der Vollspacken, der fette Depp. So. Und Meißner dann wieder, ja, und welche Mine hast du denn? Nein, ist überhaupt nicht so gemeint. Ich mag das ja, dieses Konkurrenzding, aber ich verrate doch nicht all meine Geheimnisse von Shakes and Fidget. Oh. Ja. Ich sag dir alles, wenn du bei uns 2 Jahre spielst. Dann sag ich dir alles. Zwinker, zwinker. Ja, was mache ich jetzt hier? 93. Na gut. Ach, das ist so viel Schaden immer. Meine Stats sind viel besser als deine. Ja, das ist richtig. Das ist der natürliche Gang der Dinge, sozusagen. Ach oh Mensch, jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Schaut mal es an, jetzt ist das schon wieder schief gegangen, ja. Jetzt kriege ich so einen dummen Buff. Ich bloß nicht diese Deppen anklicken, ja. Ich habe so viel Schlüssel und es kamen keine Türen. Ja! Jetzt habe ich echt eine Chance.
Komm, wir nehmen mal den. Aber jetzt kam der. Das ist ja super. So, ich liebe den Buff. Ich liebe den Buff. So, kriegst du den Achter Fallen-Buff beim Endboss. Aber zumindest klappt der. Leute, wir brauchen... Wie viele Runs habe ich denn jetzt überhaupt gemacht? Also, das ist auch total bescheuert, weil letztendlich viel... Boah, sieben Tode. Das willst du doch nicht lesen. Das willst du doch nicht lesen. Ich brauche immer noch ein Schild. Schild. Geh mir doch mit deinem Füllhorn. Habe ich hier schon verteilt? Ihr auch schon? Zack. Und 2 Millionen. Und weg damit. Aber ich habe schon gemerkt, also auch das Krasse war, als ich noch komplett normal gespielt habe. Also tatsächlich spiele ich beim Gold-Event auf jeden Fall auf Gold, ja, um mal das zu sagen. Aber als ich eben noch komplett XP gespielt habe, da hatte ich schon bessere Stats als die anderen und ich weiß gar nicht warum. Ja? Ich habe keine Ahnung. Klar, ich habe jetzt natürlich Folgendes gemacht. Ich habe wirklich hier, ich spiele ganz konsequent auf die blöde Hexe. Ja? Also ich habe ja auch wirklich hier alles leergeräumt für die Hexe. Das macht schon ein bisschen was aus. Die Mine ist auch nicht so schlecht mit 50 für einen Aufholjäger, der erst seit April 2020 spielt. Oder seit Mai 2020. Stimmt ja gar nicht. Oder war es sogar schon Juni, aber irgendwie so, ja, genau. Genau. Aber die Schatzkammer, ich meine, es gibt ja Möglichkeiten, rauszufinden, was die anderen machen. Zwinker, zwinker, ja. Es soll ja Webseiten geben, die sich darauf spezialisiert haben, das herauszufinden. Ja? Also insofern weiß ich eigentlich auch alles über euch, was ich wissen will. Und genau, ich glaube bloß in der Unterwelt, da gibt es keine Möglichkeit. Das stimmt, also die Mine wüsste man nicht, oder? War in der Mine auch was? Ne, die Mine wird auch, glaube ich, angezeigt. Ich kann es ja gar nicht mehr. Also, im Prinzip weiß man alles, ja. Ihr habt ja auch mal durchgerechnet, ob wir gegen euch gewinnen oder verlieren, irgendwie so. Ja. Jetzt greift er uns ja nicht mehr an. Ja. Das ist der erste Triumph hier auf dem Server, dass wir so gut sind, dass ihr euch nicht mehr traut, uns anzugreifen. Hier mal ein bisschen die Haare schön machen. Und genau. Aber es wird langsam, ja. Und dann ganz komisch, ja. Dann machen wir einen Angriff und auf einmal ist jemand, der seit 2 Monaten nicht mehr da ist, mit Tränken und mit Angriffs- oder mit Verteidigungsmeldung da. Das war auch sehr lustig. Aber hey, also überhaupt kein Vorwurf, alles cool. Ich fand's total lustig, ehrlich gesagt. Bisschen buff waren wir schon, ja, aber nicht so. Sauer waren wir nicht. Also das, ich finde es auch nicht schlimm. Man kann alles mal machen. Oh. Dauert halt ein bisschen, ja. Und wenn noch mehr Leute bei uns aufhören, dann wird es langsam schwierig. Weil wir haben schon, rein theoretisch haben wir wirklich 50 Pilzer und von daher ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich habe ja auch gemerkt, dass Lacrima ja nicht levelt. Also von daher, ich bin eben auch nicht mehr so weit, ich bin gar nicht mehr so weit weg von den Stats von Lacrima. Ich habe jetzt auch natürlich jetzt auch ein bisschen aufgeholt durch die ganzen Legi Dungeons hier. Also 19 und 15 kann man mal grob sagen. 19 und 15. Halt. Und hier waren es, glaube ich, 25 und 11. Ja? 19, 15 gegen 24, 11. Gegen 25, 11. Ja? Das ist schon cool. Da fehlt nicht mehr viel. Dann habe ich ihn von den Stats eingeholt. Levelmäßig wird es ein bisschen dauern. Ja? Aber er hätte dem echt mehr Tränke geben können. Ja? Dem Kerl. Oh, herrlich. Genau. Was, wie erstelle ich diesen Char unten links in-game? What the fuck? Was willst du von mir? Du kannst mich auch fragen, wie du Bier hinten vorne trinkst. Wie erstelle ich diesen Char unten links in-game? Was meint er? Willst bei Chile anfangen, ja. Unten links in-game.
Was? Jetzt verstehe ich's. Ja, der ist cool. The Witcher. Der echte Witcher. Das Bild, das sparen wir uns jetzt mal mit offenen Haaren. Da flippt ihr nur aus. Ich will ja, dass ihr brav bleibt. Ne? Dass ihr euren Freundinnen nicht abtrünnig werdet. Also, weitermachen hier. Dann sind wir hier wieder auf ein neues. Oh Mann, ich habe ein Déjà-vu, Leute. Und ganz klar, ich habe gerade so einen kleinen Hänger. So, die ganz große Power habe ich hier gerade nicht mehr. Ja? Eine Stunde, 10 Minuten, das ist eigentlich gar nichts für mich, ja. So eine Videos. Blub, blub. So, jetzt brauchen wir ein paar Schlüssel. Aber schon mal keine Buffs bekommen. Also am Anfang, wenn man keine Buffs bekommt, ist es eigentlich schon vorbei, ja. Ich gehe nicht durch Türen am Anfang. Das ist totaler Umpitz. Wahrscheinlich muss man es machen, ja. Ich glaube, jetzt beim nächsten Mal verliere ich schon. Boah. Das hätte ich nicht gedacht. Leute, ich will nicht durch Türen gehen. Aber ich würde gerne einen Raum weiterkommen. So. Komm, dann machen wir das mal. Vielleicht. Da hätte doch jetzt mal ein schöner Buff rauskommen können. Nein. Okay, jetzt gehe ich definitiv nicht mehr durch Türen. Was kommt denn? Was jetzt gerade? Die dritte Tür links, bitte. Das ist eine Scheiße. Aber ich will auch nicht so wenig Keys haben. Ja gut, das war's jetzt. Bupp. Also den Schlüssel verschwende ich nicht. Ja, wenn ich im Lotto gewinne, spiele ich einen neuen Server mal. Ja, ich habe echt nicht die Zeit dafür. Ja gut, läuft's. Proxy PvP 2011, ja, genau, da hatte ich auch schon getönte Haare. Für die, die jetzt einen Schock haben, ja, dass ich so grau bin, ich war damals auch schon grau. Ich hab's euch nur nicht gezeigt, ich Schlawiner. Das war der Plan. Gut, den hätte ich vorher gebraucht. Ich brauche hier unten, damit ihr es mal seht, ich brauche hier unten so ein kleines, ja, weil das geht komplett auf meine Tischkante runter. Und dadurch ist das Mikro immer zu hoch. Ich habe manchmal das Gefühl wirklich, ich muss da drüber schauen, so, wenn ich mich so ein bisschen in den Stuhl reinfletsche. Das ist Monkey Bay. Ja, so, es soll Zeichen und Wunder geben, dass ich sowas nochmal mache. Aber ich habe mir gedacht, zu Weihnachten ein Video erstmal zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann kannst du aber auch gleich einfach streamen. Ne? Ist dann eh schon wurscht. Soll ich mir noch einen Key holen? Oder? Nee, komm. Nein. Aber egal. Das überleben wir auf jeden Fall. Wenn ich die Schilder die ganze Zeit mit diesem Crap-Zeug bekomme, brauche ich nicht wundern, dass ich es nachher nicht bekomme. Also, ja, das, ja, das ist der Schlimmste. Nein, der Schlimmste ist es nicht, aber den will ich gar nicht. Okay, jetzt nochmal an. Also der ist außen vor. Ja, will ich das? Brauche ich? Gut, ich fliehe schon oft, ja. Aber dass eine Tür dann immer verschlossen ist. Weil ich kriege ja trotzdem ziemlich böse aufs Maul. Und das geht ja auch nur nach erfolgreichem Fliehen. Ne? Also ich fliehe zwar oft, aber oft ja gar nicht erfolgreich. Ja, ich habe auch aufgehört. Ich habe 5 oder 6 Jahre nicht gespielt. Und surprise, surprise. Anfang 2020, also im April 2020, bin ich dann zurückgekommen. Ja. Ich wollte nur mal kurz reingucken, ja. Aber da hatten ja ganz viele nicht mehr so viel zu tun. Ja. Jetzt bin ich schon wieder fast 2 Jahre zurück. Also zumindest jetzt dann im April 2021 wären es 2 Jahre, ja, genau.
Und den Char, den spiele ich jetzt seit irgendwie Mitte, Ende Mai, was? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Irgendwelche Leute schreiben sich das ja mal auf und in den Char-Beschreibungen, aber ich weiß es nicht wirklich. Dann, jetzt aber mal Konzentration. Also den finden wir kacke. Der hier... Oh. Ja, den ja, Fallen mag ich eh nicht. Ich muss mir noch merken, ja, mit den Fallen dann. Weil genau das meine ich. Ja, du spielst es so oft und dann hast du diese spezielle Sache, die du nie nimmst, die hast du da nicht auf der Uhr. Und dann rennst du ständig in Fallen rein und denkst dir, was ist hier los? Ja? Weil das ist ja 100% Fluch. Ja? Manchmal kommst du gar nicht dran vorbei an den blöden Fallen. Das ist echt ein Problem. Und das ist so... Und dass eine Tür immer verschlossen ist... Komm, das könnt ihr euch ausruhen. Also lila oder gelb. Oder orange ist vielleicht. Könnt ihr euch ausruhen. Ob euch das orange oder gelb ist. Aber ich finde lila glitzert so schön. Mitte. Dann wird es lustiger. Weil, ja, Team Lila. Gut, Milky Way. Ja, okay. Ja. In weiser Voraussicht... Dann unheilige Krippe. Schauen wir mal. Aber ich habe die Dungeons gemocht, wo man den Weg aussuchen konnte. Die habe ich gemocht, ja. Das kann man ja jetzt gerade nicht wirklich. Aber ich habe schon wieder so wenig Leben hier. Habe ich jetzt eigentlich den mit den Fallen? Nee, eine Tür ist immer verschlossen. Das geht. So, weil die Fallen sind echt böse. Die sind echt böse. Und ich habe nicht so viel Schlüssel, also muss ich eh ausweichen. Na, toll. Genau. Eigentlich habe ich ja unendlich Leben. Wenn ich unendlich Pilze habe, ich unendlich Leben, habe ich nie ein Problem. Ja? Also, dann kann ich mir einen Bot programmieren, der hier immer auf links klickt. So, immer links. Immer Enter geht ja nicht, oder? Kann ich Enter machen? Nee, Enter geht nicht. Ah, den hätte ich schlagen können. Den ersten. Gut, dann schlage ich den zweiten. Soll ich mir einen Fluch holen? Nee, hole ich mir nicht. Ja. So. Weil ich so viel Leben noch habe, kann ich mir meinen Lieblings-Buff holen. Im Prinzip muss man nur schauen, wenn man den haben will, also der ist wirklich, der ist auch gut, aber ich habe noch so viel Leben, also den brauche ich jetzt nicht. Es sei denn, er kommt nochmal und der andere ist bis dahin nicht gekommen, logischerweise, dann nehme ich ihn. Weil das kann auch verdammt teuer werden. Wenn man jetzt hier, war ja gerade 4, aber den nehme ich nicht gerne, weil mir der alle Schlüssel zieht, ja. Den finde ich doof. Nein, war das mit, nee, Fallen eben nicht, genau. Gut, das wäre nämlich die Mitte gewesen. Also Fallen sind nicht so böse, wie sie hätten jetzt sein können. Aber das meine ich. Das habe ich dann schon wieder vergessen, weil ich wähle immer das Gleiche. Manchmal hat man ja keine Wahl. Dann nimmt man Quatsch und genau dann, diese Runs laufen dann komplett aus dem Ruder. Gut. Oh, ist kein Gegner da. Ich brauche doch Gegner, wenn ich schon den Buff habe. Gut, jetzt geht's wieder ums Ausweilen. Ich kriege auch verdammt, also wirklich, an Heiligabend, gut, es ist noch Heiligabend, ja. Dafür kriege ich echt verdammt selten den Weihnachtsmann, oder? Also ich finde, jetzt am 24., wenn man diese Kacke spielt, dann sollte man eigentlich ständig den Weihnachtsmann bekommen, ja? Der sollte überall sein. Gut, jetzt nehme ich mal die Tür. Ist mir zu dämlich hier. Opfern. Hätte wahrscheinlich gereicht. Aber das hatten wir ja vorher schon. Aber ich hätte jetzt auch mit mehr Leben hier rauskommen können. Also die Chance ist ja nicht schlecht fürs Ausweichen. Ja! Nein! Komm jetzt, ich will jetzt einfach zumindest lebend beim nächsten Gegner ankommen. Jetzt habe ich wieder diesen Buff. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist der Todesbuff. Wenn ich den kriege, sterbe ich sowieso. Ich glaube, der ist gut. Genau, ich mag den einfach. Dann schaue ich mir den anderen Rest gar nicht an. Ich mag unverschlossene Türen, die sind einfach gut. Nein! Habe ich es euch gesagt? Habe ich es euch gesagt? Ich habe es doch gewusst. Das ist halt self-fulfilled prophecy. Das ist immer der gleiche Quatsch. Als ob ich es nicht besser wüsste, ma? Dass man sich mal seine Realität selbst schafft. Oh Mann.
3 Räume später hast du fast kein Leben mehr. Das ist doch verrückt. Bloß um zu diesem blöden... Das war kacke. Ach komm, ist mir jetzt wurscht. Das wollte ich nicht da draufklicken. Dann kommt den ersten, den schnapp ich mir. Ohne einen Key zu bekommen, das ist total gemein. Alter, was geht denn hier ab? Ich muss jetzt echt mal durch eine Tür gehen, weil das ist mir gerade so krass gewesen. Und verschlossene Türen habe ich gar nicht. Achso, ja, genau. Das ist schön. Die schmeißen wir auch weg. So, echt. Ey, komm. Jetzt kommt eine verschlossene Tür und... Oder wir sind eine unverschlossene Tür und jetzt... Brauche ich eigentlich den Buff. Ich hole mir aber trotzdem ein paar... Gut, es sei denn, es kommt sowas, aber... Ein paar Mal kann man schon angreifen und sich ein paar Keys zurückholen mit dem Buff. Aber ansonsten sollte man gucken, dass man so einigermaßen mit dem Leben davonkommt. Ich glaube, wenn ich den Raum verlassen habe, habe ich so ziemlich, genau, wieder das komplette Leben. Jetzt ist halt die Frage, ne? Es ist doch zu dem. Nur 5? Okay, das ist gut. Das ist gut. Dann kann man nochmal ein paar Kämpfe machen. Das ist echt ein guter Buff. Wisst ihr, was mich hier am meisten stört, also wirklich stört, ja, ist, dass wenn man diesen One-Hit hat, dass der für den Boss nicht zählt. Das finde ich total dämlich. Das finde ich sogar gemein. Es erscheinen weniger Opfertüren, erhöht den Schaden bei gescheitertem Luftversuch. Schaden erhöht nie. Ja. Der geht, weil er die Chance erhöht. Ich fliehe ja jetzt auch viel. Den kann man nehmen. Und der Grüne, ja, das darf man nicht nehmen, also im Prinzip der Gelbe. Ja, ja, klar. Nehmen wir die Mitte. Das ist schon mal gut, obwohl... Ich glaube, wenn ich jetzt einmal angreife, habe ich ungefähr... komme ich ungefähr im gleichen Leben wieder raus. Ja. Also ich krieg... Oh, da sind sie. Das ist wirklich... Das rettet hier meine Laune. Jetzt muss ich mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich kann ab und zu mal die Tür auch jetzt nehmen. Solange es so ausschaut. Ich rette mich mal jetzt mit ein paar Türen. Aber ob ich sie vorne oder hinten nehme, ist eigentlich egal. Aber Hauptsache, ich behalte den Buff. Ja. Schmeißen wir das weg. Waffen tendenziell behalte ich mal ein bisschen, aber ist eigentlich egal, weil ich habe ja eh alle Waffen und alle Kombinationen von dem Zeug. Also richtig wichtig ist es nicht. Aber wenn man die in die Toilette schmeißt, dann wird es halt eine Zweihandwaffe. Also dann ist es schon von Vorteil. Was ist jetzt das für Ding eigentlich? 10% Leben auffüllen. Ja, komm. Jetzt müssen wir uns im Prinzip rausretten. Jetzt mache ich doch einmal einen noch. Gut. Rein theoretisch kann man den auch nehmen, aber der andere ist aus meiner Sicht mehr wert, weil er einfach mehr Schlüssel generiert und dadurch länger trägt. Ja. Also den brauche ich jetzt nicht, weil ich ja noch so viel Leben habe. Sage ich jetzt. Ja. Kann auch gleich komplett anders schon wieder ausschauen. Ach komm, wo ist denn das Ding? Ich muss das ein bisschen schneller machen. Im Prinzip schaue ich dann nur noch nach unten, ob da irgendwas mit 4 kommt und dann hole ich mir den Buff. Aber, da ist er. Er kommt halt nicht. Das Mistviech. Was? Code for free mushrooms, please. It's Christmas Day. So, was? Ja, von mir, oder? Ist klar. Bin ich Playa, oder was? Bist du Playa? Sind wir nicht alle ein bisschen Playa?
und schöne Tür. Jetzt hätte ich gern einen Buff bekommen. Ich hasse das. Warum haben die diese verfluchten Türen reingetan? Diese verfluchten Türen. Pass mal auf, ich riskiere es jetzt mal. Ich will Gold. Nein, ich krieg halt den Scheiß. Ja. Gut, den können wir nehmen. Da ist kein Gegner dabei. Komm dann. Wie schlimm kann es werden? Das war nicht schlimm. Das ist mir wurscht. Gut, Schatz. Komme ich durch Türen durch? Wir brauchen 6-mal gestorben, ja. Alter. Alter. Wir brauchen Schilder, Schilder, Schilder. Wir brauchen Schilder, Schilder, Schilder. Wir brauchen Schilder, Schilder, Schilder. Wir brauchen Schilder. Was? Geld, das stimmt ja. Das ist wohl wahr. Ui, das ist schön. Und tschüss. Plupp. 20 Millionen mehr. Wie war denn das? Also das muss ich, glaube ich, hier drüben machen, ne? Also der Nightbot macht eh schon. Der Nightbot regelt das für mich schon. Weil ansonsten kicke ich den Trottel jetzt hier. Der denkt, ich bin offiziell Player hier, das. Bin ich nicht. Hier gibt's keine Codes. Ich bin nur ein normaler Spieler. Blum, 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 blum. Und jetzt einen schönen Buff. Komm, ich nehme den jetzt einfach mal. Und hol mir jetzt keine Schlüssel. Ich spiele jetzt mal anders als sonst. Ich habe ja eh keine Schlüssel. Das tut weh. Ich glaube, aber jetzt muss ich mir mal Schlüssel holen. Das tut nämlich echt weh, wenn man... Nein, apropos wehtun. Wenn man keine Schlüssel kriegt. Geht da noch einer? Einer noch? Ja. Hätte doch jetzt der Weihnachtsmann sein können, oder? Es hätte doch der Weihnachtsmann sein können. Ja. Und da ist er tot. Maus, der Papagei ist tot. Maus ist tot. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie man irgendwas macht. Ja? Kann man den anwählen? Man kann den anwählen, aber ich kann dann auch nichts machen. Oder kann ich was machen hier? Blub. Yippie. Ah, genau. Und dann das Ding hier unterziehen. Gürtel. Jetzt check ich das wenigstens. Die Gürtel bringen alles durcheinander. Dann geht's weiter. Schlüssel. Ja, den hätte ich gern vorher gehabt. Der wäre schön gewesen. Und dann kommt nicht mal Schlüssel. Gut, das überlebe ich jetzt. Ich glaube, den nächsten schnappe ich mir auch nochmal. Also, weniger verfluchte Türen, nachteilige Chancen. Der ist, wie gesagt, nicht schlecht. Den mag ich nicht, weil der die Chance, dann nehme ich wieder den hier. Dann gucken wir mal. Ich glaube, den nutze ich jetzt nochmal kurz, den Buff. Mache ich das nochmal? Gut, ab jetzt nicht mehr. Das war... ja, die Fallen tun weh. Ja, ja, ja.
Es könnte so einfach sein. Oder einfach nur Dauer ausweichen. Rein theoretisch ja möglich. Ja? Moin, FunkTV. Frohe Weihnachten auch allen nochmal, ja? Ja, schnell klicken. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, das ist meine Schlafenszeit eigentlich. Ich merke es auch schon so langsam, ganz leicht. Aber wir halten jetzt einfach mal ein bisschen durch. Ja. Aber 1,3 Milliarden auch erst, das ist echt übel. Also ich brauche doch mehr Gold. Ich muss doch Rio einholen, ne? Was sehr schwer möglich ist, würde ich sagen. Gucken wir mal, dann sehen wir schon. Komm, steh auf. Dann steh da nicht auf, ja? Aber immerhin, 15 Millionen hat er rausgehauen. Komm, das habe ich jetzt keine Lust drauf, auf den Quatsch. Okay, hör mal auf mit dem blöden Fallen. Ich habe jetzt keine Lust auf Fallen. Wenn es nicht sein muss, brauche ich keine Fallen. Oh. Weich doch aus. Weich doch aus, du dummer Char. Ah, der ist auch gut. Kann man nochmal verkaufen. Immerhin nochmal ein Key bekommen. Und, oh, wir sind erst bei 50, also das ist echt übel. Ich hätte so gern noch das Schild. Also wenn meine geistige Führung möchte, dass ich jetzt dann ins Bett gehe, dann brauche ich ein Schild. Ja? Schlimm. Schlimmer. Das ist gut. Das dauert mir immer zu lange. Der Quatsch. Opfertür. Ja. Also man kriegt schon auch so viel so Zeug, dass man auf neuen Servern ganz gut brauchen kann. Ja. Das nur ganz klar festhalten. Das soll ich den jetzt? Komm, ich probiere das mal. Ja, gibt ja eh nichts. Komm, nehmen wir nochmal opfern. Aber dann hofft man auch, dass man... Ah. Ja, viel ist es nicht. Wenn man schon einen Buff kriegt, da. Ja. Jetzt ist es eigentlich, glaube ich, relativ wurscht. Gut, den ersten hätte ich jetzt angreife ich jetzt mal an. Ich brauche einen Schlüssel. Beim ersten kriege ich auch oft Schlüssel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie da eure Beobachtung ist. Wenn man schnell klickt, kann man dann ausweichen. Es ist so Zufall. Irgendwann findet jemand raus und muss irgendwie rechts oben klicken. Ja? So ich gerade. So, das ist der Trick. Ja. Ja. Ui. So, weil das System überfordert ist oder irgend sowas. Ja. Nein, ich brauche doch jetzt Monster. Ey, das ist doch... Wenn ich mir schon so einen teuren Buff kaufe, will ich auch Monster und Kies. Nein. Ja, schön. Tolle Mütze. Hier meine ich, ja. Warum kann ich den jetzt nicht weg one-hitten? Da hier mein schöner Buff. Warum kriege ich Schaden? Epische Türen braucht kein Mensch. Und das ist das Schlimmste. Also die, das sind die schlimmsten Buffs. Aber die sind, glaube ich, alle recht blöd. Also das geht noch notfalls, weil die sind wirklich alle... Also gut, mit dem habe ich wenig experimentiert, muss ich sagen. Ja? Aber stärkere Flüche, ich habe keine Lust auf stärkere Flüche. Ja, genau, da kommt der Server nicht hinterher. Das ist so wie damals auf S25 Krieger-Gilde gegen Krieger-Wing-Gilde, der Faustkampf. Da kann man auch mal den Server wegbomben. Die ist doch schon wieder zu weit unten, oder? Die blöde Kuh. Ich sehe das so. Dass die zu weit unten ist. Nee. Tu nicht! Hau ab! 6. Ja, den mag ich ja, den Buff, aber der bringt mir jetzt nichts.
komme ich mit so wenig Leben da an. Also, ich brauche eigentlich den Dreier, genau. Jetzt habe ich gar keine Chance, ja. Gut. Nein! Jetzt muss ich mit dem... Trotz... Jetzt, pass auf, was ist denn in diesem Raum? Also genau, da wird... Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe es schon mal abgewartet. Ich habe es ja schon mal abgewartet, ja. Also ich muss im Prinzip diesem Quatsch da ausweichen, bis ich wieder genug Leben habe. Ich krieg gerade zu viel... Gut, einen kann ich, glaube ich, machen noch, weil der müsste mich jetzt eigentlich hochpumpen. Geht es nochmal? Es war jetzt echt verdammt wenig Leben, aber hier ist eigentlich egal, ja. Hier ist eigentlich egal. Oh, wow. Ah. Ich habe noch 4 Schlüssel, also ab durch die Türen. Ja, super. Was? Warum? Ja, das ist nicht schlecht. Es kann auch mal doof laufen, aber solange Türen da sind, nehme ich die einfach. Zumindest brauche ich jetzt keine Angst vor Fallen haben. Ja. Nee, den nehme ich nicht, den Kerl. Da gehe ich lieber durch die Opfertür. Da gehen wir nochmal so. Nochmal Geschwindigkeit schon. Genau, Fallen brauchen wir keine Angst haben. Verfluchen lassen wir uns jetzt nicht momentan. Eine Tür haben wir noch. Und... Aber du kannst nicht mal. Also, das ist zum ersten Mal sterbe ich mit einem blöden Buff. Nein! Aber gut, vielleicht ist es 10-mal besser als das, das ich habe. Ja, gut, ich behalte es mal, logischerweise. Aber. Machen wir es mal so. Und man muss ja immer diese nächste auf ein neues, muss man immer spielen. Ne? Egal, ob du jetzt sagst, ich höre jetzt auf, ich habe keine Lust mehr, du musst immer nochmal spielen. Das haben sie echt schlau gemacht. Ja? So nach dem Motto, ja, mach doch weiter. Komm her, mach weiter. Ja, super. Ja? Was bringt denn dieser Buff am Anfang? Das ist ja unverschämt eigentlich. Gell? Ja, Junge, lass mich da durch. Ich will nicht durch die Falle. Ich will nicht. Ich muss aber. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Gut, hätte ich jetzt auch den nehmen können, aber... Man hat ja die heimliche Hoffnung, dass... Oh. Echt, jetzt verschwende ich einen Key am Anfang. Wow, ist das schlecht gelaufen jetzt hier wieder. Bei 13 und ein Key. Leck mich. Okay, sagen wir einfach mal 15 und 0 Keys. Ist auch interessant. Ja genau, und jetzt überlebe ich es die ganze Zeit. Alter. Das ist doch... Na gut, dann nehmen wir... Ich brauche zwar Keys, aber einen Raum weiterzukommen for free ist auch gut. Also ich brauche halt zumindest die Standard 4 Keys, damit ich meinen Lieblingsbuff kaufen kann. Ne? Ja, Gold ist nicht so schlimm. Was haben wir hier? Sollen wir mal machen? Komm. Ich nehme mir immer Stein. Ich weiß doch, warum ich diese Sachen nicht nehmen soll. Ja? Und das überlebe ich. Aber insofern war es eh egal. Ja? Das konnte man echt mal riskieren, weil im Prinzip hätte nur was Gutes bei rauskommen können oder was Schlechtes. Der Satz war auch schön. Verringert den Schaden, Scheinopfertüren. Ja. Ich muss mir echt mal diese Dinger merken, weil eigentlich weiß ich schon, wie die Guten ausschauen, aber die sind jetzt nicht so gut. Das ist zum Beispiel auch, das hört sich toll an, aber das ist schlimm hier, weil ich fliehe so viel. Das geht. Ja, den nehme ich zur Not. Achso, wir haben ja gesagt, wir nehmen den ganz gerne, gell? Dann können wir uns ein bisschen durch Opfertüren schleichen. Der ist gar nicht so schlecht. Ja, S25 war legendär. Bis sich die Mutter erwischt hat. Bei Klausur, ne? Ist auch interessant. Weiß ich noch, habe ich auch so ein Offizier auf meinem ersten Server, wo ich gespielt habe. Ich glaube, es war S8 oder so. Der war auch so ganz jung. Und
der hat ja auch das Thema, ne? Dass seine Eltern da irgendwann sehr misstrauisch wurden, was er da nachts die ganze Zeit macht. Alter, komm. Also eigentlich muss ich ja sterben vor diesem blöden... Ich wollte eigentlich sterben. Ja? Eigentlich schon. Zumindest habe ich keinen Schlüssel verbraucht. Aber was halt jetzt eigentlich nichts bringt, ist der hier. Aber er kommt dann auch jedes Mal, ja? Ist doch gemein, er kommt dann jedes Mal früh. Soll ich es riskieren? Der Chat entscheidet jetzt mit. Ja? Soll ich den nehmen? Weil, ist halt riskant. Sobald da jetzt irgendwas kommt, was irgendwie crazy ist, bin ich halt weg. Ja? Genau, deswegen habe ich ja gespart hier. Ist einfach nur mal, seht mal, wie vorausschauend ich hier spiele, ja. So. Und den können wir auch mal hier reinschmeißen und den schmeißen wir mal weg. Also solange keine Fallen oder irgend sowas da sind, gut, da muss ich durch die Tür gehen, ist auch klar. Jetzt hat er mir gerade eingenommen. Ist auch geil. Aber gut, es kommen jetzt nicht so viele Fallen. Also im Prinzip habe ich ein bisschen Glück gehabt. Aber es hätten jetzt eigentlich auch mehr Schlüssel rauskommen können, ja. Also stehe ich ja mit 4 Schlüsseln da. Aber okay, das ist für die Situation noch ganz gut gewesen. Halt, den ersten nehme ich mir. Der geht noch. Ja, geht's noch weiter unten. Aber wie viel sind es denn? Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Schlüssel könnten es sein. Ja. Bringt nur nichts, wir wissen es ja. Wie die Tante da agiert. Gut, da haben wir gelernt. Wir sind jetzt mit dem einen schicken Buffy unterwegs. Bin ich richtig stolz auf mich, dass ich mir das gemerkt habe? Ja, ich will keine Schlüssel verbrauchen, aber ja. Nein, und das hasse ich, das Ding. Und warum kann man da nicht ausweichen? Oder in dem Fall konnte ich sogar, aber bei dem kann ich ganz selten ausweichen. Das ist total dämlich, das Viech. So, ich muss mich mal in eine ungemütlichere Position begeben. Das ist gut. Hätte ein bisschen mehr Heilung sein können, aber okay. Das ist nur dieser 10%ige Quatsch. Der bringt nicht viel. Oh, jetzt hätte ich dabei noch drauf geklickt. Weil rein theoretisch... Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Also hätte ich da auch draufklicken können, weil es wurscht gewesen wäre. Aber das weiß ich immer noch am wenigsten. Hier gibt es ein paar, die sind gut. Also den mag ich zum Beispiel, weil das unten mir da egal ist. Und das ist nicht gut. Also der... Die hätten für mich, Dummi, auch dann ganz gerne irgendwie deutlicher mit den Farben arbeiten können. So nach dem Motto, alles lila ist gut. Aber den Gefallen haben sie mir nicht getan. Ja. Den brauche ich nicht angreifen. Jetzt gehe ich doch mal durch eine Tür. Aber zumindest hauen sie jetzt ein bisschen weniger fest zu. Die Idioten. Ach komm, jetzt lass ich mich verfluchen. Schauen wir mal, was wir kriegen. Ja, gut. Türen. Wer will schon durch Türen gehen? Also durch solche Türen ja schon. Nochmal. Und jetzt kommt mal was Gutes. Nein, kommt nichts Gutes. Nochmal. Jetzt kommt ein leichter Schlüsselmeister. Verdammt, der Lotte. Echt. Durch Türen kann ich eh nicht gehen. Ja, das passt. Also das hat mir jetzt ganz gepasst, weil ich habe keine Lust... So, den ersten nehme ich mir. Nochmal einen Schlüssel holen. Oh. Oh. Oder waren jetzt schon Schlüssel? Ich weiß gar nicht mehr. Welche? Ich bin gar nicht mehr von den Schlüsseln, ne? Doch, da kommt der Schlüssel. So kurz vor... Okay. Also jetzt habe ich das Ding. Jetzt könnte ich mir fast überlegen, den zu nehmen. Komm, weiß wurscht ist. Können wir noch... Nee, brauchen wir nicht ausweichen. Na gut, dann... Ich sag mal, können wir noch ausweichen. Dann nehmen wir uns die Tür. Immerhin sparen wir uns jetzt hier 2 Schlüssel. Ein bisschen Leben dadurch.
kommen wir zu der 75 hier. Und dann gucken wir mal, was haben wir ja. Fluchtversuch, Schaden. Ja, das geht zur Not. Geht der? Den habe ich auch schon genommen. Ja, den mag ich ehrlich. Nehme ich halt keine Fässer. So. Aber manchmal nimmt man auch einfach was anderes, weil es einfach witzig ist, wenn ich immer das gleiche spielen will. Ne? Ich bin ja immer noch in diesem Modus da unterwegs. Ne? Ja. So. Du bist nochmal vergewissert, aber du gehst die ganze Zeit durch die Opfertüren. Auf einmal stellst du fest, dass du diesen blöden Buff gar nicht. Du denkst nur, du hast ihn, ja, weil du ihn vor 3 Runden mal gehabt hast. Ja, ich muss mir ja diese. Ja, gut. Habe ich nicht weniger Schaden? Es ist einfach crazy. Wie viel Schaden die machen, das ist echt total behämmert. Da muss man auch aufpassen, manchmal sind die hier verschlossen, ne? Das habe ich auch erst letztens gecheckt, dass ich ab und zu mal da zu eilig war. Das schaut, das ist einfach geil, ne? Dass das jetzt 7 Räume lang 20% Leben auffüllt. Aber ich habe noch relativ viel Leben, ne? Soll ich den gleich nehmen? Ich weiß es nicht. Moin, moin. Ja, gut ist der schon. Na komm, ist wurscht. Witzigerweise, ich sag's euch gleich, ich wollte ihn gar kaufen, ne? So. Und dann klicke ich auf neue Ware. Ich wollte ihn wirklich kaufen. Ich wollte jetzt hier nicht Besserwisser sein. Gut. Dann nehme ich den. Er kam jetzt nicht so spät, insofern passt es jetzt noch. Aber ich hätte jetzt schon den Heal genommen, ehrlich gesagt. Wenn er so früh kommt, da kann man den schon nehmen. Opfertür oder Schlüssel, weißt du? Also hier ist klar, bei der Situation, solange man den Buff noch hat, geht man immer auf die Monster. Und dann ist es wieder vorbei. Das muss man auch schauen, weil es ist mir auch schon passiert. Warum habe ich denn nicht mehr? Jetzt kann man eigentlich im Prinzip jede... Also muss man natürlich Glück haben, ja? Glück gehabt. Vielleicht kommt da nochmal ein Buff. Und hoffentlich kommen mal jetzt viele Türen. Ja? Ah! Es könnte gut laufen. Kommt auf die nächsten Situationen an. Weil ich glaube, ich darf... Ja, gut, das ist jetzt gut gelaufen. Es geht auch, ja, hier mit 2 Schlüsseln ankommen und das ging. Aber jetzt, komm. Gib mir mein Schild. Schild. Wer ist Schild? Der Dream. Es hilft nichts. Es hilft einfach nichts. Bin aber immerhin schönes Gold. Upp, und weg ist es. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt bis zum Schild spielen möchte. Aber es sind echt erst, also jetzt mal noch kurz Statistik anschauen. 21 Runs, 2,2 Milliarden. Ich glaube, ich war bei... Ich habe es, glaube ich, irgendwo bei uns im Discord gepostet. Da müsste ich mal kurz gucken. Aber das ist aber schon ein bisschen her. Oder? Unser Discord lebt ja. Zwinker, zwinker. Liebes Chili-Konkurrenzteam. Wir schreiben da richtig viel. Oh Mann, muss ich da lang hochscrollen. Das bin auch nicht ich. Ah ja, ich habe so geile GIFs gepostet. Und der Alex hat so ein geiles GIF gepostet. Das ist so witzig. Und die Katze einfach, das Küken rennt auf die Katze los. Oh! Flauschi, flauschi. Und sie einfach mit dem Hinterpfoten, wuff, das Küken weggetreten. Es ist echt witzig. Also Katzen sind echt witzig. Was ich? Ne, es war wieder nicht meiner. Wann? Alter, wir sind wirklich chataktiv. Ich liebe das. Ja, also ich mache mal Werbung hier wieder für Chile. Zwar für die 2 echten Gilden hier. Jetzt könnte es aber sein, dass ich drüber gescrollt bin, auszusehen. Das kann ja nicht so weit oben sein, oder? Das Gift kann ich mich gar nicht erinnern, das gerade da drin war. Ist natürlich jetzt auch viel los wegen dem Legi Dungeon. Okay, ne, da bin ich. Da müsste es irgendwie drüber sein. Das ist da, Paul. Genau, hier. Da hatte ich 13.
13 Runs und 1,9 Milliarden Gold. Ja? Also, das ist auch nicht so weit weg gewesen davon. Ja? Und jetzt sind es 8 Runs später und ich habe nur 2,2. Also, das ist traurig. Sozusagen habe ich eigentlich genug aufgeräumt. Jetzt habe ich schon. Sieben Runs mit 1,5 Milliarden, dann hast du aber einen relativen High-Char, würde ich sagen, oder? Oder? Was ist das? Weil es ja sehr levelabhängig ist, logischerweise, ja. Also wenn du da schon gut dabei bist mit deutlich 500 plus, dann kriegst du auch dementsprechend 482, okay. Ja, dann kriegt man am Anfang einfach so viel Gold. Ja. Alter, was ist das? Okay, ich habe, ich sehe gerade, ich habe eigentlich einen guten Buff. Das ist eigentlich wirklich ein guter Buff, gerade am Anfang, wenn man diese Keys braucht, weil die Fallen sind so der extra Schaden, den man echt nicht braucht. Was ich bei den Fallen auch gut finde, dass die nicht pro Tür zählen, sondern pro Falle. Das ist auch sehr gut. Das wäre sonst echt wirklich ziemlich unfair. Also 7 bei 13, also seht ihr den Unterschied zu vorher? Ja, also. Komm, ich trau mich, aber die erwischt mich. Die ist schon wieder so weit unten. Ah, ich nehme sie nicht. Ja, super. Ha, 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 ha. Ja, ist egal. Immer drauf. Auf die Klamotten. Egal. Falle. Jetzt kann man sich's halt überlegen. Ne? Also ich habe keinen Bock auf Fallen jetzt. Jetzt kann man sich's halt überlegen, ja, weil ich, also, ja, das ist, das müssen wir jetzt mal kurz nachschauen. Also abgesehen davon muss ich es mir erstmal geben, ja. Ui, das ist auch schön. Kessel, Kessel, Kessel. Was halt nervig ist, die ganze Zeit geht mir Stadtwache verloren. Was, ich weiß gar nicht, was eine Stadtwache gerade jetzt bringt. Ich bin schon auf Reisen, sagt er. Schimpft er mich an. Ach, das wusste ich gar nicht. Dass das so mitten unter dem Dungeon gar nicht geht. Okay. Kann ich das nur machen, wenn ich sterbe oder was? Das wusste ich gar nicht. Nee, der will echt, dass ich den Quatsch fertig spiele. Weil mich gerade interessiert hätte, was ich jetzt wirklich für Stadtwache bekomme. Ja, ja, wurscht, also riskiere ich halt. Ja. Aber immerhin bin ich einen Raum weitergekommen. Ja. Plumpf. Und tot. Mit 11 Keys, okay, das geht. Dann, nein, das mag ich nicht. Ich will fliehen. Ja, das... Ein Solala. Den mag ich ja eigentlich auch nicht. Aber gescheitert, aber verflucht zu werden, aber nur 20%. Es ist so die Qual der Wahl. Also ich mag es ja schon, aber letztendlich ist es schon fies, was diese Segen dann mit für Flüche mitbringen. Also diese Nachteile sind diesen echt bitterböse. Ja. Also Tür ist immer verschlossen. Komm, ich nehme den ja. Ich will mal schauen, was das jetzt war. Ja, also gescheiterter Fluchtversuch, das ist schon gut. Schauen wir mal, was wir hier haben. Holz, 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 Holz. Achso, ich wollte was schauen. Guck mal hin. Das ist so krass. Das ist so krass, was das bringt mittlerweile. Also, das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Nee. Oh, das ist jetzt aber echt wenig Schaden. Das merke ich jetzt aber schon deutlich. Jetzt geh doch mal durch die Tür. Ich mag dich nicht. Krieg ich auch wieder aufs Maul. Aber da wäre ich jetzt schon lange tot eigentlich. Also insofern ist der schon nicht so schlecht, aber ich geh nochmal durch die Tür. Jetzt kommt der Schlüsselmeister. So, in dem Fall... Nehmen wir wieder den, der zuerst kommt, von den Guten. Ja gut,
kommt der zuerst. Es ist schon wenig Leben, ne? Gerade. Schau mal. Ich spiele es oft mit so wenig Leben, aber ich spiele es auch nicht vor anderen. Das ist mir dann egal. Ich riskiere es. Das ist natürlich mit den Fallen ein bisschen dämlich. Also viele Fallen kann ich mir nicht leisten, auf gut Deutsch. Im Prinzip ist das so der nächste Run, wenn man diesen Buff hat. Ja, muss ich erwähnen. Ja. Dann spielt man halt so ein bisschen auf Schlüssel. Ja. Und jetzt ist das vorbei. Also einen habe ich jetzt verschenkt, wegen dem wenigen Leben. Halt, so wollten wir das nicht machen, so wollten wir das machen. Einen habe ich verschenkt und jetzt habe ich einen Kia auch nochmal verschenkt. Opfern überlebe ich auch nicht. Es ist in Ordnung gewesen. Hätte schlimmer sein können. 7 Schlüssel nur noch. Ah, den ersten hätte ich jetzt mal angreifen können. Oh Mensch, diese blöden Fallen. Ich habe, warum ich auch immer jetzt weniger Bock auf Fallen habe. Ich kann es ja nicht sagen. Es hat doch nichts mit dem Ding zu tun, oder? Ne? Im Prinzip könnte ich verflucht werden, aber ich bin jetzt noch nicht verflucht worden. Es hat immer nur wenig Aua gemacht. Genau, also den mag ich. Ja, ich mag den einfach. Gut ist mit den verfluchten Türen, ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber ich mag unverschlossene Türen. Halt. Das passiert mir dann übrigens auch relativ häufig, ja? Oh, das ist schön. Das ist aber ein schöner Buff. Komm, da kann man auch mal wieder einem eine aufs Maul geben hier. Muss man nur aufpassen, dass man. Ja gut, in dem Fall. Gut, jetzt habe ich noch 2. Da müsste ich eigentlich vom Leben wieder relativ hoch kommen. Ja, ein bisschen verspekuliert habe ich mich. Geht aber noch. Immerhin. Ah, das geht. Doch, das finde ich noch gut. Und schauen wir mal, was hier weitergeht. Ich muss mal schauen, ob ich den Chat hier... Ne, da passt alles. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Erfolgreich geflohen. Und jetzt... Könnte es dann dahin gehen, ja? Das sind wir wieder bei der Situation, ja? Ah, ich würde tatsächlich jetzt lieber den Heilemann nehmen. Je nachdem, was halt vorher kommt. Der Dreier oder der Vierer? Ja. Der ist mir einfach jetzt lieber. Da kann man auch mal noch mal ein bisschen draufhauen, aber man kann sich auch ein bisschen hochpäppeln. Aber man kriegt dann natürlich deutlich weniger Schlüssel durch die Aktion. Das ist natürlich schön. Da kommt man dann auch noch mal kurz gut raus. Mit gut Leben. Das ist in Ordnung. Ich kann auch nichts anfangen mit der Voraussicht, dass weniger geheimnisvolle Räume erscheinen. Ja, wie viel weniger? Überall sind Prozente dabei und zum Teil hier ganz klar, ja gut, wir haben noch einmal den Schlüsselmeister, gell? Der Segen, der erhöht ist. Und die Fässer braucht man ja nicht nehmen. Also im Prinzip. Aber das ist natürlich nicht schlecht, gell? Ich glaube, ich nehme echt den erhöhten Segen. Aber er gilt, glaube ich, nicht für den hier. Das ist schade, ja? Weil das wäre nicht schlecht gewesen. Gut, jetzt können wir ein bisschen auf... Genau. Dann werden wir wieder geschimpft hier. Da werden wir wieder geschimpft. Fliehen ist gar nicht so schlimm. Macht gar nicht so viel Aua jetzt gerade. Weil ob ich jetzt die Schlüssel nehme... Ja. Gold, da gab es nochmal Gold. Ja, aber konsequent will ich es jetzt auch nicht komplett verbrauchen, die Schlüssel. Ah.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe doch noch einen schönen Buff gehabt hier mit von wegen, geh mir aus der Sonne. So, jetzt auch wieder die Frage, ja. Das ist natürlich schon jetzt, das mag ich, also wenn da wirklich alles nochmal eins mehr ist. Aber da gibt es ja eigentlich nur den oder den anderen, ja. Brauche ich so viel Schlüssel noch, ja? Gut, ich riskiere es. Da ist natürlich auch so, dass man dann drauf spekuliert, dass vielleicht noch ein Buff kommt oder so, ja. Ne, jetzt laufe ich nicht nochmal durch die. Jetzt könnt ihr aufstehen, das ist schon mal gut. Gibt immer so einen Schlüssel. Man hat auch noch dieses alte System im Kopf, wo eigentlich immer irgendwelche Türen verschlossen waren, ja? Wo es diese ganzen Verflucht-Türen noch nicht gab. Das war schon eine gute Geschichte. Jetzt, Pech gehabt. Und jetzt kommt auch noch der da. Das ist ja mies. Ja, hilft ja nichts. Ja. Pech gehabt. Aber richtig. Richtig dämlich, hab's gehabt. Ich muss mal gucken, dass ich hier wieder den Chat hier auch drin habe. Und dann nochmal gucken, wie es hier weitergeht. Ich merke schon mit dem Chat irgendwie so auch, bin ich so ganz leicht ein bisschen abgelenkt. Also nicht jetzt vom Spielen, sondern vom aus dem Leben reden. Ja? Ich kümmere mich jetzt gerade ein bisschen zu viel ums Spiel, sage ich mal, ja. Ich will euch ja auch hier meine Schwingung verpassen und nicht nur hier einen auf Shakes and Fidget Anti-Profi machen. So. Im Prinzip könnte man auch sagen, so spielt man nicht. Okay, also das schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, mit zu vielen Schlüsseln bin ich im Prinzip jetzt zum Boss gekommen. Aber gut. Ja. Jetzt habe ich mal nicht so lange rumgemacht, aber es ist halt wieder Quatsch, ja. Es ist wieder Quatsch bei rumgekommen. Kann ich noch was hier mit anfangen? Na gut, den kann ich mal hier drauf verteilen. Und den schmeiße ich mal weg hier. Weil die bringen schon doppelt mit 20 Millionen. Das ist schon richtig viel Asche. Jetzt wollte ich mal kurz gucken, weil ich da auch nie drauf gucke, ja. 10 Millionen, ja, genau. Das ist schon nett. Das ist schon nett. 10 Millionen pro Stunde. Also das verpasse ich jetzt alles, gell? Wenn ich jetzt hier spiele. Das viele schöne Gold. Jetzt sind wir schon bei 2 Stunden. Jetzt machen wir den letzten Run. Ja, letzter Run für heute. Ich kündige es mal an. Der letzte Run. Wenn jetzt nichts kommt, kommt nichts. Und ein Schild. Aber immerhin habe ich den Helm bekommen. Ja? Schon mal nicht schlecht. Ja, toll. Jetzt sage ich Schild und dann kommt Schild. Aber dich wollte ich nicht. Ich nehme mal lieber jetzt erstmal die Türen, weil... Weil halt, ja. Weil. So. Ah, du... Du dumme Sau. Der Klaus Kinski da imitiert. Also der ist wirklich der Einzige, den ich gut finde bei diesen Persiflage-Sachen. Der ist aber richtig mega. Wenn ihr das kennt. Also ohne den wäre es echt komplett daneben. So ist es nur halb daneben. Keine Türen nehmen. Einfach Monster verdreschen. Hätte doch jetzt auch ein Buff rauskommen können. Komm, ist mir egal. Rein damit. Was auch nett wäre, grundsätzlich, was ich gut finden würde, wenn man diese Buffs behalten könnte. Ja? Also die man wirklich haben will, kann man dann behalten. Also dass es sich sozusagen ein bisschen auch lohnt, taktisch zu spielen, auf viele Runs und dass dann am Ende wirklich gute Buffs da sind. Und dass man vielleicht auch die Nachteile austauschen kann oder irgendwie sowas, ja. Dass man so langzeitmotiviert ist, weil so ist immer wieder von vorne und immer wieder das Gleiche. Das fände ich noch ganz nice, ehrlich gesagt, ja. Aber ich bin eh zu kreativ für dieses Spiel. Das ist, obwohl sie wirklich schöne Sachen gemacht haben. Also
Also von dem vom Content gibt nichts zu meckern, außer dass sie ein bisschen zu geldgierig sind. Sie wollen ja ihre Pilze alle wieder zurück, die sie uns verkauft haben. Ja, ich will immer da schauen. Aber weil früher war, glaube ich, eher so beim linken Monitor meine Kamera. Jetzt ist es aber in der Mitte. Ja. So, nochmal, hinter Türen können sich Monster befinden. Ja, fällt mir Schalenberg gescheitert. Okay, das ist schon mal. Das war ja unsere Ausweichmethode. Im Prinzip ist es grün oder rot. Jetzt schauen wir mal, ob der Chat noch da ist. Ich schaue mir den nochmal kurz an. Nee, das will ich nicht. Obwohl, eigentlich könnte ich alle nehmen. Ihr könnt es euch an der aussuchen. Grün, blau oder rot. Was hättet ihr gerne? Achso, ja genau. Für heute ist der letzte und dann ist es lang wieder an. Rot möchte jemand haben? Ja, bloß weil ich zeige, oder? Ich zeige mal grün, ja. Was ist alter Ego eigentlich? Hey, Alter, geh mal weg mit deinem Ego. Das ist alter Ego, ja? Hey, Alter, verpiss dich mit deinem Ego, ey. Gehst du? Gehst du mit deinem Ego? Stiften? Gehst du stiften? Das ist alter Ego. Ist das eigentlich politisch korrekt, wenn man das so sagt? Ja, also man darf heutzutage gar nichts mehr sagen. Ja. Aber Erkon und Stefan dürfen das ja auch noch, insofern passt schon. Ja. Jemand will blau, also wir haben jetzt schon blau und rot. Das sind der Fluch, also das war nicht schlecht. Also ich finde alle okay. Band. Genau, stimmt. Das war draus. Nichts darf man mehr sagen. Kriegt man gleich eine Auszeit. Da müssen sie, Komiker müssen sich ja in der Zeit auch dann auf YouTube nochmal entschuldigen, ne, und erklären, ne, wenn sie irgendwas wirklich überziehen, dann erkennt ja YouTube nicht, ob es ernst gemeint ist oder nicht. Also das ist eine verrückte Zeit. Ne. Es gibt übrigens eine Plattform, auf der ich mir auch schon überlegt habe, ob ich demnächst streamen werde, aber da werde ich halt niemals zufällig 30 Leute bei mir im Twitch haben. Weil die Plattform kennt von euch gar keiner. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das überhaupt finde. Kann ich das unfallfrei aufmachen? Ja. Ohne, dass das jemand sieht. Ich glaube schon. BitChute war das nicht. BitChute war auch nicht schlecht. Ich glaube, es war weiter oben. Wie heißt denn der Quatsch? Irgendwas mit D-Live, irgendwie sowas. Da kann man eben noch alles erzählen. Also wir haben jetzt Rot, Blau und Band. So. Jetzt könnte ich sagen, hier haben wir aber drei Grüne, die geschrieben haben. Grün. Also jetzt haben wir... Jetzt haben wir alles. So, toll. Ihr Nasen, ihr seid echt so Meister, echt. Hab mal 30 Leute bei Twitch und jetzt nur noch 29. Und keiner kann sich drei Leute antworten. Das ist echt traurig. Das ist so traurig. Gut, dann entscheide ich jetzt. Ja. Ich habe ja von euch drei Meinungen, drei unterschiedliche. Und irgendjemand muss ja dann die Gewichtung gelb. Ja, Schlaumeier. Also, das mag ich eigentlich nicht so gerne, weil dann will man sich hinter der Tür flüchten und dann steht schon wieder einer da. Blau, blassgrün. So. Kariert. Hättest du schreiben können. Kariert. Ja, verflucht zu werden. Es ist aber selten passiert vorher. Ich glaube, ich nehme wieder die Opfertüren. Komm. Der erste hat auch rot geschrieben. Also, dann nehme ich auch rot. Eigentlich wär das die Lösung gewesen. Ne? Also. Opfertüren. Ich bin ja schon fast wieder tot hier. Was ist fast? Und schon ist wieder vorbei. Ist was passiert? Habt ihr was gesehen? Ich nicht. Ja. Wenn man bei einer Falle durchläuft, ist schwierig. Aber gut, die Opfertüren, die tun auch, in der Summe tun sie auch weh, gell? Ich glaube, rein theoretisch sind die gedacht für Spieler,
die scharf sind auf Zeug, auf Equipment und so Zeug. Ja. Also es sind gar nicht per se wirklich für mich so gemacht. 50% Leben. Nee, ich will aber dann, also wenn ich schon 3 Keys raushaue, dann echt nur für diese 6. Das ist ja auch der Vorteil, muss man ganz klar sagen, das hier, an dem hier, dass man einfach 6 Stück davon bekommt, ja? Für 3 Keys, das ist schon geil. Und für eben nur 3 Keys, das mag ich. Aber jetzt muss ich, glaube ich, wieder so ein bisschen hier gucken, dass auch mal das Leben nach oben geht. Das hat jetzt ganz gut geklappt. Könnte mal hier wieder was Vernünftiges passieren, also abgesehen davon, gut, das ist mehr oder weniger ein geschenkter Key, das ist in Ordnung. Jetzt gehe ich mal durch eine Tür. Ich mache das auch so intuitiv. Ich weiß nicht, ob ihr auch so spielt oder ob ihr dann wirklich, ob ihr bei jeder Tür rätselt. Ich weiß es nicht, ja. Ich mache dritt. Und manchmal bin ich wirklich, weil man muss es ja dann jeden Tag spielen. Oh, schön, dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen, du toller Buff. Und wenn man es, da kriege ich zumindest nicht mehr Schaden von dem hier. Ja, toll. Bin ja sowieso jetzt tot. Dann blub. Jetzt habe ich fast zu viel verkauft, wenn ich gesagt habe, das ist der letzte Run. Irgendwie so. Also, ich weiß gar nicht, ob der jetzt kommt, wenn der vorher eigentlich, war ja möglich, ja. Oder nee, war der überhaupt möglich? Der war gar nicht drin in der Verlosung, glaube ich. Aber es gibt ja den, der einem dann auch die 50% mehr Chance auf einen Fluch gibt, ja, als Nachteil von irgendeinem anderen positiven Buff. Und ob die zwei überhaupt zusammen hier stattfinden können, weiß ich gar nicht. Ob es da auch eine gewisse Logik gibt. Ja. Gut, doppelt verschlossene Türen, das finde ich auch ganz schlimm. Ja. Das ist ganz mies. Also ich glaube, ich habe mich einfach als Ersten für den entschieden und dadurch will das Spiel jetzt mir ganz andere Sachen geben. So kommt es mir gerade vor, ja. Fallen verursachen Flüche. Gut, da muss ich fallen. Und das ist so ein Buff, der ist ganz böse, weil ich den nicht auf... Also gut, ich werde mir jetzt versuchen zu merken, einzuhämmern. Weil wenn ich ihn nehme, dann muss ich gucken, dass ich wirklich nicht mehr durch Fallen latsche. Und ich latsche ja, ihr habt ja mitbekommen mittlerweile, ich latsche ganz gerne durch Fallen. Erhöht die Chance, Schlüssel auf Kämpfer teilen. Und 30%, ja, das ist... Gut, der ist relativ harmlos. Aber... Gut, ich bin über 50. Mal schauen. Also das sind ganz komische Sachen, die ich normalerweise ganz selten an Bord habe. Ich habe auch mit euch gerade erst angefangen, hier mit den Opfertüren zu spielen. Fand ich aber gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. 7 Keys. Ja, ich habe immer noch das Gefühl, ich hätte diesen Buff, dass ich wenig Schaden bekomme. Genau, darf ich nicht, habe ich gesagt. Und Fallen kommen dann schon häufiger. Ah, jetzt, das war so typisch. Ja. Also es ist schlecht. Einfach eine schlechte Methode, weil ich einfach jetzt Fallen vermeide und das ist kein schöner Buff, weil ich nicht verflucht werden will und jetzt hätte ich mir den auch holen können. Gut, jetzt ist der wieder weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah ja, gut. Gefällt mir dann doch nicht so gut, weil ich habe jetzt nur noch 5 Keys und ich muss diesen Fallen gnadenlos ausweichen. Und Opfertüren kommen zu selten, habe ich das Gefühl. Jetzt kommen wieder häufiger welche. Aber zumindest diese 4 Keys hätte ich mir ganz gerne bewahrt. Vor dem Schlüsselmeister. Und auch das ist jetzt ein Nachteil. Weil, mal schauen wieder, was zuerst kommt. Von den 2 Dingern. Und da ist wieder der. Na gut, nehmen wir uns die mal. Nicht mal ein Gegner da gewesen. Das ist auch so ein bisschen verschenkt, wenn man sich gar nicht heilen muss. Ja. So, das passt jetzt. Aber nur 2 Schlüssel. Das ist halt schon ziemlich armselig. Ja. Und Fallen, wie gesagt, muss ich jetzt vermeiden. Ah, jetzt habe ich... Mal schauen. Bloß nicht da draufklicken. Es gibt dann nochmal richtig zusätzliches Aua. Da muss man schon ziemlich gierig sein, wenn man auf diese Opferdinger spielt. Habe ich das Gefühl. Also, die Keys
Schwende ich jetzt nicht. Ja gut, jetzt sind es nur noch 25 Türen. Das habe ich dann auch hinter mir, den Mann, aber der war auch nicht so gut. Der erste war gut, da hätte ich aufhören sollen. Also den ich gezeigt habe, der war gut. Er leide beim erneuten Betreten, ist dann gut. Der ist nicht so schlimm, aber die Heilung, den mag ich eigentlich, aber ich habe gar nicht genug Kies, um den zu nehmen, eigentlich. Ja? Oh. Das ist echt, also so wenig Kies habe ich bei 75 eigentlich nie, weil ich eben diese blöden Fallen vermeiden muss. Also, gefällt mir nachträglich nicht. Kann ich mich nochmal umentscheiden? Ich sag's auch keinem weiter. Gut, dann nehme ich den. Steht der Depp auf. Das ist so, wie viel Schaden kann man denn bekommen, bitte, von dem? Jetzt habe ich die Vergiftung. Ah, gut, das ist nicht so schlimm. Ist halt ein bisschen aua. Aber nur zwei Keys und ich muss Fallen vermeiden. Das ist so richtig. Schaut mal hin. Ich meine, ich bin ja gerade erst wieder aufgestanden. Also das ist echt ein ganz mies. So gut wir angefangen haben, so schlecht enden wir. Ja. Und man muss auch ganz klar sagen, das Spiel hat auch in dem Fall... Jetzt kommt der auch noch. Er will, also willst mich doch verarschen. Jetzt kommt auch noch mein Lieblingsbuff. Ja. Komm, ich nehme mir einfach jetzt extra Keys sozusagen. Ja. Hab ja noch genug Leben. Weil es jetzt echt egal ist. Jetzt ist die Frage, ob mir dabei was passiert. Ach komm, jetzt kommt auch noch der Quatsch da. Aber immerhin bin ich vorbeigekommen. Kann ich jetzt verflucht werden, wenn ich... Das ist auch doch der, oder? Genau, Fallen verursachen Flüche. Aber das, der dürfte mir jetzt eigentlich keinen Fluch verpassen. Alter. Gut, jetzt habe ich zumindest den schon mal ausgenutzt. Weil mit dem Türbuff sterbe ich ja am schnellsten, habe ich euch ja schon gesagt. Jetzt behalte ich mir mal ein bisschen was hier drin. Für die Alu. Na gut. Genau, jetzt kriege ich keinen. Aber das macht halt auch so Aua, ja. Jetzt habe ich noch so viel Zeug. Mit dem kann ich gar nichts anfangen und der ist nicht schlecht. Aber der bringt mir halt auch nichts. Weil ich dann das dahinter nicht aushalte normalerweise. Ja. Normalerweise kommt der dann immer noch so ein Gegner. Das halte ich jetzt auch nicht aus. Also im Prinzip gibt es nur Fliehen. Und gut, jetzt abgesehen davon darf ich sowieso einmal sterben. Das ist auch alles gar nicht so schlimm. Also ich... Wieder eine Falle hier. Ja, das ist eh egal. Jetzt hole ich mir auch einen Fluch ab. Ja, Tür ist egal. Komm eh durch keine Tür mehr durch. Wollen wir noch einen Fluch ab? Ist auch egal. Gut, eine Tür. Nee, kann ich nicht. Die Tür kann ich gar nicht. Und jetzt kriege ich nochmal einen Fluch. Das ist so geil, oder? Und jetzt schauen wir mal. Wow, das könnte knapp werden. Nein! Ach, du bist doch gelebt. Du bist doch... Man könnte mit ein bisschen weniger Pilzen den Endgegner spielen, aber das ist mir die Klickerei jetzt... Und natürlich kommt wieder etwas, was ich nicht brauche. Mal den hier und packen den rüber und bopp. Ja. Ich hoffe, bald kommen wieder neue Videos. Ja gut, es gibt ja viele neue Videos, aber die sind halt, sagen wir mal, jetzt auch schon aus meiner Sicht wieder älter. Es ist halt so, viele wissen ja, ich habe einen ganz komischen spirituellen Kanal. Da spreche ich auch jeden Tag, mache ich dann einen Podcast. Und da ich ja mich persönlich da schon so einbringe, und das waren heute auch wieder 40 Minuten, also wirklich jeden Tag. Und von daher ist dann mein Mitteilungsbedürfnis auch so ein bisschen gestillt, sozusagen. Ja. Deswegen mache ich dann hier bei Shakes and Fidget gar nicht mehr so viel. Ich weiß, ich darf euch nicht komplett im Stich lassen, weil ich bin ja nicht hier, weil ich der beste Shakes and Fidget Spieler der Welt bin. So, garantiert nicht. Sondern eigentlich, um euch ein bisschen an meiner Schwingung teilhaben zu lassen. Ja.
Und ansonsten, ja, jetzt ist auch die Musik wieder mehr in mein Leben getreten. Das heißt, ich mache wieder täglich Musik, wir schreiben Songs, ich schaffe mir da auch wieder gerade sehr viel drauf, was ich vielleicht früher in dem Ausmaß nicht können musste. Also ich mische jetzt auch alle Songs, früher hat das jemand anders gemacht für mich. Jetzt bin ich praktisch die eierlegende Wollmilchsau beim Musik machen und das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Also abgesehen davon muss ich jetzt noch mal kurz den Anfang spielen. Das ist auch wieder die Wahrheit hier. Aber das ist jetzt entspannt. Und deswegen habe ich auch gar nicht so viel Zeit. Ja? Da würden mir auch meine Mitmusiker jetzt auf den Schlips treten, wenn ich sage, du, ich muss Shakes and Fidget Videos machen. Ja? Also ich habe wirklich einige Projekte gerade offen, die erstmal abgefrühstückt werden müssen. Ich gehe erstmal durch die Türen hier. Ja. Weil der Buff ist dann auch irgendwann weg. Ja, der ist jetzt verringert worden. Ach, jetzt schaue ich mal, dass ich so weit wie möglich komme, weil letztendlich ist eh egal. Ja, schön mit Falle. Habe ich halt wieder weniger Kies. Aber wenn ich dann morgen reingehe, ärgere ich mich nicht mehr, weil es dann schon so lang her ist sozusagen. Ja. So, ab jetzt gibt es wieder den Versuch, Kies zu generieren. Genau, also liegt auch ein bisschen an der Zeit, dass ich nicht mehr gerade nicht so viel mache. Andererseits ist es auch so, dass ich halt eben relativ viel, also wir brauchen einfach auch, ganz klar, bei Chile liegt mir wirklich sehr am Herzen. Also ich liebe dieses Projekt, ja. Und ich würde es wahnsinnig schade finden, wenn so nach und nach, und das ist halt bei Shakes and Fidget halt wirklich der Fall, wir haben zwar wirklich sehr viele hochmotivierte Langzeitspieler mit an Bord, ja. Auch mehr als unsere, in Anführungsstrichen, Gegner. Aber dennoch springen auch immer wieder welche ab. Und wir haben ja deswegen dieses Zwei-Gilden-System gemacht, dass auch welche einfach auch komplett Non-Pilzer spielen können. Und wir wechseln ja auch durch. Das heißt, es gibt Rotation. Allerdings hat die Rotation eine Regel. Und unser Wing ist momentan so schwach, dass viele diese Regel einfach auch nicht einhalten. Weil du kommst nur in Frage für die Rotation, wenn du einfach regelmäßig on bist. Also wenn du einfach täglich on bist, dann kannst du auch Non-Pilzer sein, völlig egal. Dann kannst du auch in der Main-Gilde spielen. Level, komplett egal. Musst du halt nur schreiben, ich hätte Interesse an der Rotation, dann bist du im nächsten Monat halt eben in der Main-Gilde. Ja? Kannst da wieder einen Monat spielen. Also eben in der stärksten Gilde, sodass das wirklich eine Gilde ist. Ja? Das ist die Idee dahinter. Das Problem ist aber halt, dass viele von denen, die jetzt im Wing gerade sind, einfach die totalen Schlamper sind. Ja? Also einfach wenig spielen und immer alle zwei Tage mal on sind. In Ordnung. Das Problem ist aber halt, es bringt uns halt nichts. Ja? Also das heißt, ich kann die nicht rotieren. Ja? Ich kann das auch nicht darstellen, dass jetzt jemand, der jeden Tag spielt und natürlich rotationswillig ist, dann für jemanden wechselt, der alle zwei, drei Tage da ist oder auch mal fünf, sechs Tage weg ist. Also das ist einfach nicht darstellbar und das ist gerade schade. Deswegen ist diese Rotation so ein bisschen in Stocken geraten. Ich habe auch letztens geschrieben, da hatten wir einen Platz frei, da hat genau einer geantwortet. Ja? Also einer hat geantwortet, ja, und sonst waren es immer ein paar, die geantwortet haben. Einer nur, alle anderen spielen im Wing. Dann gibt es aber noch eine Geschichte, die beim Wing auch total wichtig ist, dass wir da einfach ordentlich Ritterhallenpunkte haben. So, ich bin ja fertig. Habe ich jetzt eigentlich wieder gekauft? Nee, das mache ich jetzt nicht. Stadtwache rein und Gutes. Ist die Frage, wann ich jetzt aufstehe, wann ich wach werde. Komm, ich mach mal so. Weil ich möchte eigentlich schon noch joggen gehen. Und jetzt mich nochmal kurz hinlegen und dann so zwischen 3 und 5 gehe ich joggen. Das ist eigentlich der Plan. Und da sollte eigentlich der Char zumindest bereit sein, dass ich nochmal was machen kann. Ja? Vielleicht nochmal schnell Auto spielen kann. Genau, also der Podcast-Kanal heißt Spiritscape. Ja? Also Spiritscape wie das Dreamscape damals im Prinzip. Ja? Genau, guten Abend und frohe Weihnachten. Und es tut mir leid, nach 2,5 Stunden ist jetzt der Quatsch hier vorbei. Ich schau mal kurz nach, wie die Statistik jetzt ist. Aber ich habe bei allen anderen Dungeons immer 3 stehen gehabt. Also ich weiß nicht, was ich hier zusammengurke. Es war aber auch ohne Stream schon so, dass das relativ schlecht lief für mich. Und ich habe eigentlich immer die Keys am Anfang geholt. Also ich habe immer dann einen besten Run 3 gehabt. Ja?
Es waren jetzt auch ein paar schlechte dabei, aber so super schlechte waren jetzt auch nicht dabei. Ja? Einer war vielleicht wirklich ziemlich mies. Also man versucht ja auch so ein Mittel zu fahren. Und das ist, aber grundsätzlich ist das echt sehr, sehr teuer. Aber 500 Millionen, ne, ist auch mal ganz nett. Kann ich wieder so ein bisschen, ja. Mein Ziel war ja zu Weihnachten über 19.000 zu kommen. Das habe ich ja, also weit. Nee, das stimmt ja gar nicht. Ich wollte, passt mal auf. Genau, hier habe ich noch nicht, als Attribut-Upgrade habe ich noch vergessen, ja, auf 12, wupp. Genau, weil ich war nämlich schon über 70.000. Das war eigentlich die Idee, ja? Dass ich es wirklich schaffe, über 70.000 zu kommen. Das war ich ja schon. Ja, das lag am Upgrade jetzt, weil es sind ja schon 317 dreimal. Das ist schon ordentlich, ja. Ich meine, das ist knapp die Hälfte, also jetzt ganz grob die Hälfte von dem, was ich hier verskillt habe, ja. Also ist schon gut. Besser gesagt, nicht verskillt habe, sondern was hier das Equipment überhaupt ausmacht. Also das ist schon mega. Ja. Genau, also das war eigentlich der Plan, dass ich über 70.000 komme zu Weihnachten. Das habe ich halt locker geschafft. Jetzt können wir mal ein bisschen skillen. Schauen, was wir noch machen können. Yippie! Oh! Achso, ich glaube, ich habe vergessen, hier Edelsteinsuche anzumachen. Genau, ich schaue immer, dass ich eine Milliarde im Prinzip auf der Hand habe. Das ist nicht immer schlau. Halt, den wollte ich sogar behalten. Wegen eben Toiletten schmeißen und zerlegen. Deswegen sind Waffen eigentlich immer ganz gut zu behalten. Die bringen ein bisschen mehr. So ist eigentlich okay. Da kann ich auch mit questen. Ja. Aber ist noch nicht fertig. Kann schon sein, dass ich mich nochmal hinsetze, nochmal ein paar Spiele, ein paar Runs mache. Und dann auch nochmal ein Video mache. Ob ich das auf Twitch mache, weiß ich nicht. War halt heute beim Heiligabend, ich sag mal so, jeder arme Kerl, der nichts Besseres zu tun hat, als bei mir heute reinzuschauen, dem habe ich hoffentlich ein bisschen eine gute Zeit machen können. Das war auf jeden Fall der Plan und ich wollte ja ein Video machen, insofern für mich hat es gepasst. Ja, vielleicht hätte ich jetzt, wenn ich selbst ein Video aufgenommen hätte, nicht ganz so lang gemacht. Ja. Also, da wäre nach 1,5 Stunden spätestens wäre wahrscheinlich Schluss gewesen, aber es ist in Ordnung. Ja. Die Podcasts gibt es eigentlich nur auf YouTube. Ja. Genau, ich lade die auf YouTube und aufs böse Telegram hoch, aber es ist alles YouTube-tauglich. In den Podcast. Manchmal deute ich was an, aber es ist alles YouTube-tauglich. Genau. Dafür kriege ich keinen Ärger. Es halt, geht im Prinzip um Spiritualität und auch die Spiritualität in meinem Leben, aber auf eine sehr witzige Art und Weise gemacht. Also da ist auch meine Absicht eigentlich, den Leuten eine gute Zeit zu machen, aber sie mit ihren Themen auch zu konfrontieren, mit dem, worüber wir halt uns Gedanken machen. Als erwachtes Kollektiv, muss ich jetzt mal so sagen. Genau, aber ja, das ist natürlich nicht für alle von euch geeignet, aber grundsätzlich, ja, macht mir das eine große Freude und da bin ich halt sehr aktiv mit den Videos und auch sehr persönlich und deswegen ist halt gerade Shakes & Fidget ein bisschen weniger angesagt. Ich müsste es einmal die Woche machen wegen Chile. Ja. Als ich das einmal die Woche gemacht habe, haben wir wirklich zum Teil knapp 100 Leute in beiden Gilden gehabt. Und seit ich jetzt es so wirklich schleifen habe lassen, ist es immer weniger geworden. Ne? Und wir haben auch ein paar interessante Kämpfe. Ich habe mal einen Kampf aufgezeichnet. Pass auf, den zeige ich euch nochmal ganz kurz. Also da haben wir einen verloren. Das war der Gildenangriff. Den habe ich mir aber auch mal gemerkt. Aber hier haben wir eine Verteidigung gewonnen. Das ist eigentlich auch ganz nice gewesen. Ne? Also abgesehen davon, dass hier manche Spieler da nicht da waren. Aber ja, Taoli ist da auch entschuldigt. Also die haben auch nur 37 Angreifer. Die ist auch nicht. Also da fehlen schon ein paar Aktive. Da ist vor allem der böse Magier nicht dabei, den sie jetzt zur Verteidigung ausgepackt haben. Zwinker, zwinker. Und schauen wir mal ein bisschen durch hier. Genau, da kommen unsere. Hier, Dämonenjäger.
Da gab es auch wilde Gerüchte. Ja, da hat es schon geheißen, dass der gestorben wäre. Ja. Und der war wirklich von heute auf morgen weg. Und jemand hat noch gesagt, ja, die waren mit ihm am Discord auf einem anderen Server. Ich glaube, da ging es um S42 oder W2. Ich weiß gar nicht. Irgendwann war es, glaube ich, sogar ein W-Server. Oder es war sogar W50? Ja, der Server, den alle spielen wollten, der so obergehypt war. Hat er noch irgendwie so Freitagabend fett hochgeladen oder Samstagabend fett aufgeladen und wollte dann ein Disco fahren zum Feiern mit ein paar Kollegen und dann kam er nie wieder. Ja. Auf W50 dann hat auch seinen Platz verloren und wurde gekickt. Und dann hat irgendeine Nase auf W50 wirklich das Gerücht verbreitet, dass er gestorben wäre. Also wir waren natürlich schon betroffen und ich habe mir schon Gedanken gemacht, also weil der wirklich auch nicht so gewirkt hatte, als ob der von heute auf morgen weg war. Und auf einmal war er weg. Ja. Ja, und dann war er auf einmal wieder da. Das hat uns sehr gefreut. Ja. Es kamen eh wieder ein paar zurück. Also ihr braucht doch gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr mal kurz irgendwie auf Chile einfach keine Lust habt. Könnt ihr auch mal eure Chars irgendwo parken und dann irgendwann wiederkommen. Also ich habe mich sehr gefreut, dass eben ein paar Spieler wirklich gesagt haben, oh, eigentlich haben wir den Server jetzt vermisst. Ja. Und ich kenne ja andere Server, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben wirklich einen mega aktiven Discord-Chat. Klar sind es nicht alle, also das wäre natürlich krass fett, wenn das alle, aber man kann auch gut mitlesen, was die Leute so schreiben und so. Schon witzig, ja? Hier, meine Lieblingswelle. Ja, wow. Und, also sie hält schon verdammt viel aus. Hier gegen Milfy Way. Milfy, das darfst du fein nicht. Du weißt schon, gell? Well schlagen geht gar nicht. Ja? Aber egal. Du machst dir da keinen Kopf. Ich dich kenne. Es ist Krieg. Und hier wird verprügelt, wer gerade dran ist. Genau. Also man sieht schon, wir haben dann halt einfach relativ viel Spieler noch in Spare, aber da kommen natürlich auch dann richtig gute Spieler. Also X-Falcao ist ja auch so ein geiler Spieler, also weil der wirklich Non-Pilzer ist. Also mega, ja, wenn man so fett spielt. Und jetzt seht ihr schon, eigentlich müsste es ja ganz locker sein, aber so locker wird es nicht, ich sag's euch. Obwohl, war der erste Kampf nicht locker? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, der erste war sogar locker. Dann haben wir eine zweite Verteidigung verloren, die war aber super knapp. Und dann wurden wir nie wieder angegriffen. Ja. Was jetzt gerade den Abstand halt hält. Ja. Weil wir gewinnen, beide Gilden gewinnen halt am Tag 40 Ehre. Und der Abstand bleibt erstmal. Angriffe können wir nicht gewinnen, aus bestimmten Gründen. Abgesehen davon, unsere Meldequote ist halt echt auch unter aller Sau. Das muss man auch sagen. Also als wir dann den einen Angriffsversuch gemacht haben, hatten wir 38 Angreifer. Das ist natürlich auch totaler Quatsch. Ja. Obwohl alle 50 on sind und täglich aktiv sind, hast du dann nur 8. Und der Kampf war angekündigt. Ja. Also echt ganz schön peinlich war das. Aber gut, so ist es halt. Ja. Also der ist schon wirklich schick deutlich. Wobei halt dann Rio halt wirklich ja, diese berühmte Ausnahme ist. Und da sind auch andere aktive Spieler, die eigentlich vom Server stammen. Ja. Das ist ja so diese Grundsatzdiskussion gewesen. Wir wollten halt eine schöne Aufholjagd machen und ich habe auch viele deswegen beworben. Also viele haben auch gedacht, wir machen hier eine glatte Aufholjagd und dann wurde das halt so ein bisschen ad absurdum geführt. Und daraufhin haben sich ja die Gilden getrennt. Ja. Ansonsten wäre jetzt Iced Out relativ stark, würde ich sagen. Ja. So sind sie halt nur Nummer 1, weil sie halt die Hilfe von... Also gerade Rio hat jetzt den entscheidenden Ausschlag gegeben, weil ohne den wären sie gar nichts mehr. Der reißt alles raus. Ja. Lacrima war natürlich der andere Riesenvorteil, aber der hätte sich jetzt schon mittlerweile relativiert. Ja. Was krass ist, dass eben auch... Dolores Ana wieder da ist, also super Spieler, mit dem habe ich mich eine Zeit lang wirklich mit den Skills auch einigermaßen gebettelt und der hat dann ein bisschen mehr auf Stärke gesetzt, ich wusste schon warum, ja, und ich habe das so ein bisschen dagegen gehalten, jetzt darf ich ein bisschen glatter skillen, als Krieger ist es ja vernünftig, ein bisschen ausgeglichener zu skillen, genau, also. Ja. Also die greifen halt eben als auch uns nicht mehr an, weil sie halt wirklich auch viele Angriffe verlieren würden. Aber es ist halt das... Er ist schon ein Problem, ja? Der Kerl. Aber ich glaube, ich habe da eine gute... ich glaube, ich habe ein richtig gutes Bild hier abgegeben. Ja? Das läuft nicht immer so gut. Aber ja, Krieger gegen Kunde, ja. Er war auch noch fast volles Leben. Ich habe nicht mal halbes Leben verloren. Das war ziemlich cool.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute, ja. Hab mich gefreut mal wieder. Ich werde es dann auf YouTube auch hochladen, weil jetzt natürlich logischerweise nicht so viele hier live dabei waren. War ja auch sehr spontan. Aber es kann sein, dass ich es ab und zu mal wieder mache. Kann auch mal sein, dass ich es ankündige, aber ich glaube nicht. Weil ich muss dann spontan einfach auch Bock haben darauf, ja. Genau, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich auch finde, wo ich hier reinklicken muss, dass das Intro kommt. Dann haut rein, bis dann, ciao, servus, wuhu! Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit. Das war der Grund, warum ich aufhören musste. Und mit Mel, Nightstar! Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Kiste kommt und er so. Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Anschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Gute Nacht, Grüßen, ja. Und noch eine wunderbare Weihnachtszeit für euch, ja. Haut rein und lasst eure Familie leben. Das ist eine gute Idee.